Dann freue ich mich natürlich, dass das so geklappt hat, weil das war mal angekündigt und dann haben wir auch eine kleine Unterstützung bekommen. Wir wollten diese Reihe machen mit Albert Schweitzer. Ich freue mich schon, dass ich so Christian also vorgeschlagen haben. Das hat er gesagt. Er hatte das praktisch, also dass die ganze Sache Beiträge hatte das zusammengestellt und so weiter, so dass also von dem Verein her, Afrika-Haus-Seite, also wir bedanken uns ganz herzlich bei euch alles und dann wir hoffen, dass wir das mal heute eine, ja, so ich bin gespannt jetzt, was Ja, rauskommt. es wird interessant, ja, auf jeden Fall. Und unsere Beiträge werden sich wechselseitig ergänzen. Und es wird interessant sein, welche Gedanken diese Beiträge generieren, dann im zweiten Teil, auch im Gespräch mit den Teilnehmern. Insofern bin ich ganz froh, dass wir das unterschiedlich von verschiedenen Orten aus gut vorbereitet haben. Prima, prima. Und dann bin ich richtig verstehe, Dominik, du siehst in Berlin. Ja, das ist Und richtig, Stefan, genau. Ich bin in Offenburg im Südwesten Deutschlands, okay, alles klar, okay. bei Straßburg, in der Nähe von Straßburg. Alles klar, okay, hey, gut. Ja. Bin bisher nur mit Christian einmal bei euch am Afrika-Haus vorbeigelaufen. Der Christian hat mir davon erzählt, aber ich war noch nie. Ja, dann bei Gelegenheit. Muss ich gerne oder muss ich, darf ich mal, Genau, genau. genau, 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 ja. Gut. Uma Ja, Dirn und das ja. Afrika-Haus haben eine außergewöhnlich gute Ausstellung über die Kolonialgeschichte, die dort permanent präsent zu sehen ist. Und von einem Historiker, habe ich gehört, Ja, richtig, ja. vorbereitet wurde und derart gut zusammengestellt ist, dass es eine Einführung ist für Lehrer, aber auch Studenten und Schüler, um über die Kolonialgeschichte in Deutschland etwas mehr zu erfahren, in Bezug auf Berlin auch und besondere Bedeutung Berlins. Ja, richtig. Also ich habe da hier das Glück gehabt, dass ich einen Historiker kennengelernt habe. Der Historiker ist Kolonialhistoriker. Der ist in Namibia geboren und dann hat er die Grundschule in Namibia besucht und dann anschließend hat er sein Abitur in Berlin gemacht und dann hat er hier studiert und dann hat er promoviert und so. Und er forscht jetzt über 30 Jahre über koloniale Geschichte. Also interessanterweise guckt er was vor Ort und dann auch gleichzeitig in Namibia und so. Ja, als ich ihn kennengelernt habe, wir hatten schon angefangen, uns mit dieser, nicht unbedingt mit der kolonialen Geschichte zu interessieren, weil unsere Arbeit fußt sich eigentlich auf fünf Säule. Also, weil wichtig für uns ist ja so, diese koloniale Geschichte ist nur interessant, ganz einfach, was ich gelernt habe in der Grundschule. Meine Lehrer hatte mich beigebracht, dann sagte er zu mir, die Geschichte ist nur interessant, um die Gegenwart besser zu verstehen. Und dann auch dann könnte man die Zukunft besser gestalten. Es geht nicht so an Mitleid oder dass man sagen, die bösen Kolonialisten oder so, überhaupt nicht. Es geht darum, einfach so zu Fragen, die heute, Fragen, mit denen wir konfrontiert sind, eine Antwort zu finden. Und so. Wir stellen uns immer Fragen hier und so. Ja, dann habe ich ihm gesagt, ob der bereit ist, weil der hatte schon so viele Dokumentationen zusammengestellt. Ich habe gesagt, es ist auch mal schade, dass einige Leute heute so da verfügen über Wissen, über Menge von Wissen und dann, wenn die Möglichkeit nicht gegeben ist, also so zugänglich zu machen, dann ist es immer schade. So ist also das Projekt entstanden. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten und dann ist es so, dass wir gesagt haben, es ist besser, wenn wir viel konkreter arbeiten. Das heißt, Besuch zu Berlin.
weil man lebt hier, man hat mit dem kolonialen Spuren sind vorhanden. Wenn man in einer Straße wohnt, in einer Stadt wohnt zum Beispiel, besteht die Möglichkeit, die Straßennamen, was das bedeutet, die Gedenktafeln, die da, was das bedeutet und so weiter. Menschen, die auch hier also schon gelebt haben, die in Vergessenheit geraten sind und so weiter, also die mal die Möglichkeit haben, zu präsentieren. Das ist also, was wir unter anderem auch hier machen. Was die wenigsten wissen, ist, dass in Berlin auch studierte William Edward Burkhard Dubois, richtig, der für den Panafrikanismus eine zentrale Rolle spielt, ja, und der auch einen Briefwechsel mit Mahatma Gandhi geführt hat. Und dieser Briefwechsel ist ein echtes Dokument auch des gewaltfreien Widerstandes gegen Rassismus und Sklaverei. Und das ist zum Beispiel einer der vielen Aspekte, die in dieser Ausstellung deutlich werden. Und auch das Afrika-Haus der deutschen Kolonialgeschichte in Berlin, das ja eine unrühmliche Geschichte hat. Und nachdem das Afrika-Haus jetzt benannt ist, letztlich als, wie soll ich sagen, Kontrapunkt, und auch die schwierige Rolle von Berliner Missionsgesellschaft und Missionsgesellschaften. Wir werden darauf im Laufe des Abends sicherlich zurückkommen. Diese Aufzeichnung ist besonders für die Nachwelt gedacht, weil wir auch Informationen mitteilen, die sicherlich sonst verloren gehen könnten. Und weil die Zusammenstellung unserer Beiträge sicherlich auch einzigartig ist. Und dafür danke ich natürlich ganz besonders im Namen unseres für Bildung gemeinnützigen Gandhi-Informationszentrum, sowohl Umar Diallo, dem Mitorganisator dieser Veranstaltung, und dem Afrika-Haus. Das ist ja eine Kooperation, die nun schon seit 2019 besteht, nachdem wir uns in einem Café in der Nähe kennengelernt haben, gesprochen haben. Und ich schon zwei Vorträge über Gandhis Emanzipationskampf in Südafrika halten konnte, mit viel Freude. Aber auch natürlich bei Dr. Stefan Walter, dem Hautarzt aus Offenburg und Straßburg, der im Grunde genommen sich so stark engagiert, nicht nur als Stellvertretervorsitzender der Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum, welche das geistige Erbe Albert Schweitzers verwaltet, sondern auch durch sein ungemein starkes Engagement für Gewaltfreiheit und für die praktische Umsetzung der Ideen der Gewaltfreiheit im Zusammenhang mit den Arche-Kommunitäten. Aber ganz besonders, nachdem wir uns ja vor einigen Jahren kennengelernt haben durch eine wunderbare deutsch-französische Initiative, Schweizer in Erinnerung zu behalten, in all seinen Aspekten, vom Musiker bis hin zu den Gedenkstätten, die wir auch besucht haben in Günzbach und Königsfeld, worüber er uns im zweiten Teil berichten wird. Das war, denke ich mir, die schönste Erfahrung im Zusammenhang mit Albert Schweitzer, die ich machen konnte, nachdem ich vor vielen Jahren, im Grunde schon vor Jahrzehnten, das erste Mal auf die Bedeutung von Albert Schweitzer aufmerksam gemacht wurde. Und das im Zusammenhang der 80er Jahre, als nämlich die Schwerpunkte Ökologie und Frieden waren bereits. Ja, nicht allein in dem zivilen Ungehorsam gegen Atomkraftwerke oder Atomwaffen damals, sondern ganz besonders in dem Beginn einer grünen, einer Umweltschutzbewegung, einer ökologischen Bewegung, die auch verbunden ist mit einer Initiative gegen Militarismus und natürlich für Abrüstung. Diese Impulse der 80er Jahre waren Graswurzelinitiativen in erster Linie. Und in diesem Zusammenhang war für mich als Student im Westteil Berlins besonders interessant, dass der DDR,
Liedermacher Gerhard Schöne, selbst Humanist und Pazifist, ein erstes Westberliner Konzert gab im Café Einstein in der Kurfürstenstraße, das er mit ermutigenden Zitaten von Albert Schweitzer versah. Und in der Tafel 7 unserer gemeinsamen Ausstellung, die wir über viele Jahre erarbeitet haben, Dr. Stefan Walter und ich, in der Tafel 7 ist so ein Kernzitat, damals schon von Gerhard Schöne zwischen zwei seiner Lieder zitiert worden. Vielleicht können wir diese Tafel uns einmal anschauen, Dominik. Also vielleicht ist es hier wirklich sinnvoll, einmal diesen Text zu lesen, weil er mich damals sehr nachdenklich gemacht hat. Als junger Mensch, ich war damals ja 21 Jahre. Was wir gewöhnlich als Reife an einem Menschen zu sehen bekommen, ist eine resignierte Vernünftigkeit. Einer erwirbt sie sich nach dem Vorbilde anderer, indem er Stück um Stück die Gedanken und Überzeugungen preisgibt, die ihm in seiner Jugend teuer waren. Er glaubte an den Sieg der Wahrheit, jetzt nicht mehr. Er glaubte an die Menschen, jetzt nicht mehr. Er glaubte an das Gute, jetzt nicht mehr. Er eiferte für Gerechtigkeit, jetzt nicht mehr. Er vertraute in die Macht der Gütigkeit und der Friedfertigkeit, jetzt nicht mehr. Er konnte sich begeistern, jetzt nicht mehr. Um besser durch die Fährnisse und Stürme des Lebens zu schiffen, hat er sein Boot erleichtert. Er warf Güter aus, die er für entbehrlich hielt. Aber es war der Mundvorrat und der Wasservorrat, dessen er sich entledigte. Nun schifft er leichter dahin, aber als verschmachtender Mensch. Es ist eine der Tafeln unserer Ausstellung, die Besucher nachdenklich machen, so wie mich. Und als ich das Gemunde von dem Liedermacher Gerhard Schöne hörte, der über Jahrzehnte hinweg pazifistische Lieder komponiert hat und vorgetragen hat für Kinder und Erwachsene, da dachte ich, was kann mich daran hindern, meine Ideale der Jugend aufzugeben? Und so stellte sich eine ethische Frage, und genau dies ist der Schwerpunkt unseres Abends. Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben von Dr. Albert Schweitzer. Es ist eng verbunden einerseits mit dem Gedanken des Schutzes des Lebens, allen Lebens, des Lebensschutzes und der Gewaltfreiheit. Und dieses beides gegeneinander auszuspielen, habe ich immer für falsch gehalten. Lebensschutz und Gewaltfreiheit. Gewaltfreiheit und Lebensschutz, das muss mit zivilen Mitteln und Methoden möglich sein. Und dieser Gedanke brachte mich in einen Vortrag in der Urania. Einige Jahre später, und das war Professorin Ija Lazari-Pawlowska, eine Ethikprofessorin aus Lodz. Und ich hörte diesen Vortrag über Dr. Albert Schweitzer in der Urania. Und am Ende wagte ich es, auf sie zuzugehen, weil sie war so warm und menschlich in ihren Aussagen. Es war ungefähr 1988. In dieser Zeit, also noch vor dem Ende des Kalten Krieges, war der Vortrag einer polnischen Professorin sicherlich etwas Besonderes. Denn der Ost-West-Dialog seit Willy Brandt eine Selbstverständlichkeit war nicht so, wie ich ihn mir vorstellte. Umso angenehmer war es für mich als Professorin Ija Lazari-Pawlowska, als sie davon hörte, dass ich in Berlin mit Freunden in einem Gandhi-Informationszentrum verbunden bin, sagte, laden Sie mich ein, laden Sie mich ein. Und so kam es zu einem Besuch von ihr bei mir, einem stundenlangen freundlichen Gespräch bei Tee und Gebäck und
einem wechselseitigen Besuch in Lodz in Berlin? Und wer ist diese außergewöhnliche Ethikprofessorin, die dann von uns, von unserem Verein geehrt wurde, die einen Vortrag hielt, den wir veröffentlicht haben, aus dem ich gleich zwei Absätze vorlese? Sie war die einzige Professorin in Polen, die sowohl über Albert Schweitzer als auch über Mahatma Gandhi ein Buch schrieb. Sie lebte von 1921 bis 1994. Sie war stark beteiligt an dem Impuls, dass es zu einer Erklärung von Prinzipien der Toleranz von den Mitgliedstaaten der UNESCO kam, im November 1995. Sie beteiligte sich an der einzigen mir bekannten Konferenz zu Dr. Albert Schweitzer auf der Ebene der Vereinten Nationen. Sie war eine enge persönliche Freundin einer Mitarbeiterin von Dr. Albert Schweitzer, nämlich Alice Silver. Und sie inspirierte mich und organisierte meine Einladung zu einem Johannestreffen in Günzbach im Jahr 1990. In einem Zug saß ich mit einem damaligen DDR-Bürger, der sich für die Abschaffung der Atomwaffen interessiert und gerne in dem Archiv forschen wollte, was ich dann Jahre später mit Dr. Stefan Walter zusammen fortgesetzt habe. Und sie hat einen sehr interessanten Text geschrieben, Die Idee der Toleranz in der Friedenserziehung. Und sie schreibt in diesem Aufsatz die Idee der Toleranz in der Friedenserziehung. In unserer Handlungsstrategie wird demnach nicht nur das Wohl und Wehe der eigenen Gemeinschaft, sondern auch der anderen berücksichtigt. Darum wollen wir auf gewisse technisch vorhandene und eventuell erfolgversprechende Mittel verzichten, wenn sie zur physischen Vernichtung des Gegners oder eventuell nur zu seiner psychischen Degradierung führen sollten. Nie ist unser Ziel die Vernichtung des Gegners. Wir wollen versuchen, ihn für eine gerechte Sache zu gewinnen. Den heutigen Gegner wollen wir als potenziellen Verbündeten behandeln. Auch wenn wir Opfer eines großen Unrechts waren, schließen wir Rache aus. Genauso war die Einstellung von Gandhi. Gandhi wollte das Unrecht, das seinem Volke von der Kolonialherrschaft angetan wurde, nicht dulden. Er wollte aber, dass sittlich legitime Ziele auch sittlich akzeptable Mittel angepasst werden. Gewalt war für ihn ein unakzeptables Mittel, auch dann, wenn sie sich in einer konkreten Aktion als erfolgsversprechend erweisen sollte. Dann schreibt sie zum Schluss, ich hoffe, dass ich gezeigt habe, was unser Leben, wenn noch nicht wirklich menschlich, so doch menschlicher machen konnte. Ich habe vor 30 Jahren ein Buch über die Ethik von Gandhi geschrieben und seither in meinem ganz bescheidenen Wirkungskreise immer wieder versucht, die Idee der Gewaltlosigkeit und der Friedfertigkeit zu verbreiten. Was mein Erfolg war, kann ich nicht beurteilen. Wir Lehrer halten uns in unseren Bemühungen daran, was Albert Schweitzer so schön ausgedrückt hat. Kein Sonnenstrahl geht verloren, aber das Grün, das er weckt, braucht Zeit zum Sprießen und dem Seemann ist nicht immer beschieden, die Ernte mitzuerleben. Alles wertvolle Wirken ist Tun auf Glauben. Und in unserem Gandhi-Informationszentrum veröffentlichte hier Lazari Pawlowska einen Aufsatz. Dieser Aufsatz heißt Gandhis Ethik der Gewaltfreiheit, Grundideen und Probleme. Und wir haben ihn 1994 veröffentlicht. Und auch hier ist interessant, dass sie am Ende dieses Aufsatzes sich sowohl auf Gandhi als auch auf Schweitzer bezieht. Das möchte ich gerne vorlesen. Albert Schweitzer sprach 1918 zum Gedächtnis der Toten des Ersten Weltkrieges Worte, die leider an Aktualität nicht verloren haben. Schweitzer schrieb: Zu leicht dachte man in allen Völkern von Wohl und Weh des einzelnen Menschen.
Zu gering beurteilte man das Menschenleben, diesen geheimnisvollen, unersetzlichen Wert. Zu leichtsinnig sprach man vom Krieg und dem Elend, das er bringt. Man war gewohnt, so und so viele Menschenleben in Rechnung zu setzen und verherrlichte und besang diese Unmenschlichkeit. Unsere Kinder sollen es von uns erfahren und als Vermächtnis in ihr Leben hinausnehmen, dass das Gebot, du sollst nicht töten, eine viel tiefere Bedeutung hat als die Menschen, die uns erzogen und wir selbst für wahr gelten ließen. Ich zitiere Gandhis Aufruf, der an jeden von uns gerichtet ist. Ein Einzelner kann den Lebensstil der Zukunft praktizieren, den gewaltfreien Weg, ohne auf andere warten zu müssen. Und wenn es ein Einzelner kann, können es nicht auch Gruppen, ganze Nationen? Die Menschen zögern oft, einen Anfang zu machen, weil sie fühlen, dass das Ziel nicht vollständig erreicht werden kann. Diese Geisteshaltung ist genau unser größtes Hindernis auf dem Weg zum Fortschritt. Ein Hindernis, das jeder Mensch, sofern er nur will, aus dem Weg räumen kann. Zitat Ende. Und Ilja Lazari-Pawlowska schreibt, jeder solle das Richtige tun, ungeachtet dessen, wie sein Nachbar darauf reagiert, sagte Gandhi. Für Gandhi war Gewaltfreiheit viel mehr als Abkehr von Waffen. Für Gandhi war Gewaltfreiheit eine Lebensweise. Wenn dem Gewaltverzicht auch rein ethische, nicht nur pragmatische Motive zugrunde liegen, bedeutet das eine ganz fundamentale, existenzielle Entscheidung. Es ist die Wahl der eigenen Persönlichkeit und des eigenen Lebensstils. Diese Wahl trägt ihren Wert und Lohn schon in sich. Und diese Wahl ist eine existenzielle Wahl. Für jeden Einzelnen, von jedem Einzelnen. Und diese Wahl kann auch nie mit Zwang oder Gewalt herbeigeführt werden, sondern nur durch eine Gewissensentscheidung. Und als ich im Johannes-Treffen diejenigen, die Schweizer geistig nahestanden, traf, war unter ihnen auch die Krankenschwester Toni van Leer. Und sie ermutigte mich, sie sagte, Herr Bartholf, Sie plädieren hier für die Ethik des Vegetarismus. Damals, das war 1990, damals war der Vegetarismus noch kein Bestandteil der Beschreibung der Ethik, der Ehrfurcht vor dem Leben. Es war nicht zwingend damit verbunden. Aber sie hat mich aus ihren biografischen Erfahrungen in Zusammenarbeit mit Albert Schweitzer ermutigt, gesagt, ja, Dr. Albert Schweitzer hat sich in seinen letzten Lebensjahren sehr starke Gedanken darüber gemacht. Das Recht und ganz besonders als der Wert und die Bedeutung der Sojabohne erkannt worden ist, als Ersatz für jede Form von fleischlicher Nahrung. Heute wissen wir, dass die Reduktion des Fleischkonsums bzw. die Beendigung des Fleischkonsums ein wesentlicher Schritt sein könnte, um den Klimawandel zu verhindern. Das wissen wir aus Studien der Welternährungsorganisation, FAO, schon seit vielen Jahren. Und die Tochter des Theologen Rudolf Bultmann, Antje Bultmann-Lemke, eine Bibliothekswissenschaftlerin aus den USA, war so freundlich mit mir von Günzbach aus nach Kaisersberg, dem Geburtsort von Albert Schweitzer, zu fahren und mit mir einen seiner Lieblingsweine, elsässischen Weine, Gewürztraminer, zu trinken. Denn im Grunde ist Dr. Albert Schweitzer ein Elsässer, der französischer Staatsbürger wurde nach dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt als französischer Friedensnobelpreisträger in Erinnerung ist.
Und die Orte, die mit ihm verbunden sind, liegen im Elsass, Günzbach, Kaisersberg, Colmar, aber auch Straßburg, wo er studiert hat. Über diese Orte wird Dr. Stefan Walter ausführlicher sprechen. Jetzt möchte ich Hinweise geben auf unser Gandhi-Informationszentrum. Wir sind für Bildung gemeinnützig. Und wir sind zwei Vorstandsmitglieder hier. Und, ich werde Informationen über unsere Internetseiten einfügen. Wer sich für Gandhi direkt interessiert, der sollte folgendes Portal benutzen. Eine verlässliche Ausgabe der gesammelten Werke von Gandhi. Und Dr. Dominik Mieting und ich haben einen Aufsatz geschrieben über unsere Ausstellungen über gewaltfreien Widerstand, zu denen eben auch eine Ausstellung über Dr. Albert Schweitzer gehört. Und diese Ausstellung, dieser Aufsatz über die Ausstellung in englischer Sprache ist hier zu finden als PDF-Datei. Die Ausstellung, die wir in deutscher Sprache zunächst erstellt haben und dann ins Englische übersetzt haben, ist im Grunde genommen eine Ausstellung, die zeigt, dass Dr. Albert Schweitzer prinzipiell gegen Krieg war, gegen Atomwaffen, und für die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben eingestanden ist. Auf Deutsch heißt diese Ausstellung Mein Wort an die Menschen und auf Englisch I address the people. Begonnen hat die Zusammenarbeit von Freie Universität Berlin. Dr. Dominik Mieting ist dort ein Lecturer in der politischen Bildung am Otto-Suhr-Institut, Fachbereich für Politikwissenschaften, mit einem Plakat für die Ausstellung über die Geschichte des gewaltfreien Widerstands, den Sie auch als PDF-Datei archivieren können. Dieses Plakat bezieht sich auf Dr. Albert Schweitzer und seine Teilnahme an dem Treffen der Friedensnobelpreisträger auf der Insel Mainau, das war 1954. Und ein Jahr später wurde dort die Mainauer Erklärung gegen Atomwaffen, aber auch für eine gewaltfreie Beziehung der Nationen untereinander von Friedensnobelpreisträgern verabschiedet. Und diese Friedensnobelpreisträger waren teilweise an der Entwicklung der Atombombe beteiligt, wie Otto Hahn. Diese Treffen der Friedensnobelpreisträger auf der Insel Mainau im Bodensee, in der Nähe von Lindau, waren vom Grafen Bernadotte inspiriert, organisiert, dann auch über Jahre, Jahrzehnte von Professor Linus Pauling, mit denen Dr. Albert Schweitzer zusammengearbeitet hat, in dem Kampf gegen Atombombentests und Atomwaffen, sowie auch mit Gertrude Russell und anderen, der Nachfolge von Professor Albert Einstein. Und dieses Poster, von dem ich sprach, haben wir auch in englischer Sprache veröffentlicht. Und die von uns zusammengestellte Ausstellung. Mein Wort an die Menschen, Engagement gegen den Atomkrieg aus dem Jahr 2017, konnten wir auch in der Freien Universität, in der Universitätsbibliothek zeigen.
Das ist nicht eine unter vielen 21 insgesamt Ausstellungen, sondern es ist eine der bedeutenden Ausstellungen, weil sie weist darauf hin, dass es im deutschsprachigen Raum einen Mann gab, den wir zu Recht in Europa genauso viel Respekt entgegenbringen können wie Mahatma Gandhi auf globaler Ebene. Und diese Kataloge sind auch im Internet veröffentlicht worden. Auch hier gebe ich jetzt den Zugang. Man kann diese öffnen, diese PDF-Dateien oder auch archivieren, den gesamten Katalog. In deutscher Sprache und in englischer Sprache. Wenn wir also heute uns besinnen auf die Gedenkorte für die Friedensnobelpreisträger im deutschsprachigen Raum, sollten wir Dr. Albert Schweitzer keineswegs vergessen. Darum haben wir eine Liste der Adressen zusammengestellt mit den Gedenkorten für diese fünf Friedensnobelpreisträger, vier davon deutsche Staatsbürger und Dr. Albert Schweitzer ist französischer Staatsbürger. Und vor einigen Tagen erst haben Dr. Dominik Mietinger und ich uns Gedanken gemacht über die Frage, was sind eigentlich Friedensmuseen? Wie müsste man ein Friedensmuseum aufbauen in Berlin? Das ist das Ergebnis. Jetzt ist es an der Zeit, unseren ersten Film von zweien einzuführen. Er ist 20 Minuten lang. Die ersten 10 Minuten über die akademische Biografie von Schweitzer. Der drei Doktortitel aufweist. Und der zweite Teil dieses Films ist ein Testament, eine Tonaufnahme, mein Wort an die Menschen aus dem Jahr 1964 im Hinblick auf den 90. Geburtstag von Dr. Albert Schweitzer, aufgezeichnet von Dr. Christoph Steven in Lambaréné, dem Ort, wo Dr. Albert Schweitzer seit Jahrzehnten ein Hospital aufgebaut hat und das im heutigen Gabun liegt. Und dieser Text ist ebenfalls eine Art Zusammenfassung seiner Botschaft, seiner ethischen Botschaft an uns Nachgeborenen. Und nach diesem Film werde ich etwas über Lambaréné und Gabun sagen und bitte jetzt Dominik, diesen Film abzuspielen. Der Wissenschaftler Dr. Albert Schweitzer wurde 1899 nach einem kurzen Studium in Berlin an der Friedrich-Wilhelms-Universität mit einer Dissertation über die Religionsphilosophie Kants von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft in Straßburg zum Doktor der Philosophie promoviert, welche im gleichen Jahr in Freiburg, Leipzig und Tübingen veröffentlicht wurde. 1900 folgte das theologische Lizenziatenexamen mit einer Dissertation über das Abendmahl im Zusammenhang mit dem Leben Jesu und der Geschichte des Urchristentums. Tübingen 1901. Die in der zweiten Fassung den Titel Geschichte der Leben-Jesu-Forschung trägt. Tübingen 1913. 1902 erfolgte an der Universität Straßburg die Habilitation in evangelischer Theologie mit der Schrift Das Messianitäts- und Leidensgeheimnis, eine Skizze des Leben Jesu. Tübingen 1901. Mit der Habilitation wurde er Dozent für Theologie an der Universität Straßburg. Von 1905 bis 1913 studierte Albert Schweitzer Medizin in Straßburg mit dem Ziel, in Französisch-Äquatorialafrika als Missionsarzt tätig zu werden. 1912 wurde er als Arzt approbiert.
Im gleichen Jahr wurde ihm der Titel eines Professors für Theologie verliehen, aufgrund seiner anerkennenswerten wissenschaftlichen Leistung. 1913 folgte seine medizinische Doktorarbeit. Kritik der von medizinischer Seite veröffentlichten Pathographien über Jesus. Später unter dem Titel Die psychiatrische Beurteilung Jesu, Darstellung und Kritik. Beide veröffentlicht in den Verlagen Laub und wieder bei Mohr in Tübingen 1913. In dieser Arbeit widerlegt er, analog zu seiner theologischen Dissertation, zeitgenössische Versuche, das Leben Jesu aus psychiatrischer Sicht zu beleuchten. Somit war er im Alter von 38 Jahren und bevor er nach Afrika ging, in drei verschiedenen Fächern promoviert, hatte sich habilitiert und war Professor. Warum, wozu und für wen wollte der zweifache Doktor der Philosophie und der Theologie noch Arzt werden? Wir haben einmal nachgelesen in seinen Straßburger Predigten und entdeckt, dass Schweizer als Vikar in seiner Morgenpredigt zu St. Nikolai in Straßburg am 6. Januar 1905 die Verbrechen des europäischen Kolonialismus anprangert und als Motiv nimmt, um den ethischen Lehren Jesu und der Menschlichkeit zu folgen und praktisch den Menschen in Afrika, zum Beispiel als Arzt, zu dienen. Schweizer schreibt in der Sprache seiner Zeit: Ich will nicht aufzählen, was sie alles draußen begangen haben, wie sie unter dem Vorwand des Rechts den Eingeborenen ihr Land genommen haben, wie sie sie zu Sklaven gemacht haben, wie sie den Abschaum der Menschheit auf sie losgelassen haben, was für Gräueltaten begangen worden sind, wie wir sie mit Branntwein und allem anderen systematisch ruinieren. Was haben wir, das Deutsche Reich, in Südwestafrika getan, um diese Empörung heraufzubeschwören? Was tun wir jetzt, nachdem wir sie aufgerieben haben? Mit einem Federstrich nehmen wir ihnen ihr Land, das sie nichts mehr haben. An die 15.000 haben wir ausgesandt in 2 Jahren als die Streiter des christlichen Deutschen Reiches unter den Schwarzen. Gegen 1.500 starben. Wann werden wir, das christliche Deutschland, an die 15.000 Streiter für Jesus, den Herrn der Menschlichkeit, dort hinausgeschickt haben? Stefan Zweig schreibt über Schweizer nach seinem Besuch in Günzbach im Jahr 1932. Dieser eine Mensch will für seine Person jenes ungeheure, unsagbare Unrecht sühnen, das wir Europäer, wir, die angeblich so kulturelle weiße Rasse, an dem schwarzen Erdteil seit hunderten Jahren begangen haben. Würde einmal eine wahrhafte Geschichte geschrieben werden, was die Europäer an Afrika verbrochen, wie sie erst durch Sklavenraub, dann durch Branntwein, Syphilis, Raffgier, die ahnungslosen schwarzen Kinder dieses Erdteils gemartert, ausgeplündert und dezimiert haben. Dann würde eine solche historische Aufstellung eines der größten Schandbücher unserer Rasse werden und unser frech getragenes Kulturbewusstsein für Jahrzehnte zur Bescheidenheit dämpfen. Einen winzigen Teil dieser ungeheuren Schuld will nun dieser eine religiöse Mensch mit dem Einsatz seiner Person bezahlen durch die Gründung eines Missionsspitals im Urwald. Endlich einer, der nicht in die Tropen geht um des Gewinns, um der Neugier willen, sondern aus reinem humanen Hilfsdienst an diesen Unglücklichen der Unglücklichen. Die Nikolaikirche oder St. Nikolauskirche in Straßburg, elsässisch St. Klaus, Église Saint-Nicolas im heute französischen Straßburg, die heute zu einem europäischen Zentrum für Humanismus und Pazifismus werden sollte, war auch der bedeutende Ort seiner ersten ausführlichen Darlegung seiner universell gültigen Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Reverence for Life oder Respect for Life, welche im Zusammenhang mit Gewaltfreiheit und dem Schutz allen Lebens die Botschaft des europäischen Humanismus bleibt. Das war unmittelbar verbunden mit der Kriegserfahrung im Ersten Weltkrieg unter dem Eindruck der erst in den Nürnberger Prinzipien von 1950 international geächteten Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Derer, die von Menschenhand im mörderischen Krieg fielen.
Wie sind Sie gestorben? Das Geschoss hat Ihren Leib zerrissen und Sie verbluteten. Im Drahtgeflecht hingen Sie wimmernd und schmachtend tagelang, ohne dass Ihnen ein Mensch Hilfe bringen konnte. Auf kalter Erde erfroren Sie in der Nacht. Eine Sprengladung verschüttete Sie oder warf Sie zerfetzt in die Luft. Gurgelnde Wasser zogen das Schiff, auf dem sie fuhren, in die Tiefe. Sie rangen mit den Wellen bis zur Erschöpfung oder stemmten sich im Schiffsraum eingeschlossen, in ohnmächtiger Angst gegen die Wände. Die, die nicht im Felde oder auf dem Wasser starben, gingen dahin, nachdem sie für Wochen und Monate alle Qualen im Lazarett erduldet und mit dem Leben um die Existenz eines Krüppels gerungen hatten. War es uns nicht in diesen bangen Monaten, wenn es still und dunkel um uns war, als hörten wir ein Jammern und Klagen von der Erde zum Himmel steigen? Wir wollten uns davor verschließen, aber es half nichts. Es klang uns dennoch im Ohr. Zu leicht dachte man in allen Völkern von Wohl und Weh des einzelnen Menschen. Zu gering beurteilte man das Menschenleben, diesen geheimnisvollen, unersetzlichen Wert. Zu leichtsinnig sprach man vom Krieg und dem Elend, das er bringt. Man war gewohnt, so und so viel Menschenleben in Rechnung zu setzen und verherrlichte und besang diese Unmenschlichkeit. So kam, was kommen musste, aber tausend und tausendfach schwerer, als man es sich vorgestellt hatte. Und so hässlich und grausig, so voll Elend und Jammer, dass keine Verherrlichung mehr möglich ist, sondern nur Schmerz und Entsetzen bleiben. Ehrfurcht vor Menschenleid und Menschenleben, vor dem kleinsten und unscheinbarsten, sei das eherne Gesetz, das hinfort die Welt regiere. Neben dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt im Jahr 1928 erhielt Schweizer den Johann-Peter-Hebel-Preis im Jahr 1951. Den staatlichen Literaturpreis des Landes Baden-Württemberg, die Paracelsus-Medaille der Bundesärztekammer im Jahr 1952, die schwedische Prinz-Karl-Medaille für nationale und internationale humanitäre Hilfe im Jahr 1952 sowie die Ehrenbürgerschaft der Stadt Frankfurt 1959, um nur einige der Auszeichnungen zu nennen, die Schweizer in seiner Lebenszeit verliehen bekommen hat. Der Stiftungsrat für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wählt den elsässischen Arzt und Theologen Albert Schweitzer zum Träger des Friedenspreises 1951. Die Verleihung findet erstmals während der Frankfurter Buchmesse am Sonntag, den 16. September 1951 in der Paulskirche statt. Die Laudatio hält Bundespräsident Theodor Heuss. Die Begründung der Jury im Namen der deutschen Verleger und Buchhändler lautete: Dank und Ehre wird dadurch bezeugt, dem mutigen und tapferen Vorkämpfer für das friedliche Werk an den Armen und Schwachen, dem Manne, der in einem langen, mühe- und opfervollen, erfolgreichen Leben in Wort und Tat für die Ziele eines edlen Menschentums wirkte, in Zeiten, in denen die Menschen und Völker durch Zwiespalt, Hass und Kriege sich an den Rand des Abgrunds brachten. Wir bekunden durch die Stiftung des Preises unseren eigenen Willen, mit allen Kräften an der Erhaltung und Festigung des Friedens und der Freiheit aller Völker der Welt mitzuarbeiten. Für das Jahr 1952 erhielt Albert Schweitzer den Friedensnobelpreis, der ihm im Oktober 1953 rückwirkend zuerkannt wurde und den er am 4. November 1954 in Oslo entgegengenommen hat. Das Problem des Friedens in der heutigen Welt. Rede bei der Entgegennahme des Nobelfriedenspreises in Oslo am 4. November 1954. Im selben Jahr erfolgte die Erstveröffentlichung im verdienstvollen Münchner Beck Verlag.
Ich rufe die Menschheit auf zur Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Diese Ethik macht keinen Unterschied zwischen wertvollerem und weniger wertvollerem, höherem und niederem Leben. Sie lehnt eine solche Unterscheidung ab. Denn der Versuch, allgemeingültige Wertunterschiede zwischen den Lebewesen anzunehmen, läuft im Grunde darauf hinaus, sie danach zu beurteilen, ob sie uns Menschen nach unserem Empfinden näher oder ferner zu stehen scheinen. Dies aber ist ein ganz subjektiver Maßstab. Wer von uns weiß denn, welche Bedeutung das andere Lebewesen an sich und im Weltganzen hat? Die Konsequenz dieser Unterscheidung ist dann die Ansicht, dass es wertloses Leben gäbe, dessen Vernichtung oder Beeinträchtigung erlaubt sei. Je nach den Umständen werden dann unter wertlosem Leben Insekten oder primitive Völker verstanden. Die unmittelbare Tatsache im Bewusstsein des Menschen lautet: Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Diese allgemeine Bejahung des Lebens ist eine geistige Tat, in der der Mensch aufhört, dahin zu leben, in der er vielmehr anfängt, sich seinem Leben mit Ehrfurcht hinzugeben, um ihm seinen wahren Wert zu geben. Der auf diese Weise denkend gewordene Mensch erlebt zugleich die Notwendigkeit, allem Willen zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen. So erlebt er das andere Leben in dem Seinen. Als gut gilt ihn als dann, Leben zu erhalten und zu fördern, entwickelbares Leben auf seinen höchsten Wert zu bringen. Als böse gilt ihm nun, Leben schädigen oder vernichten, entwickelbares Leben in der Entwicklung hindern. Dies ist das absolute und denknotwendige Grundprinzip des Sittlichen. Durch die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben kommen wir in ein geistiges Verhältnis zur Welt. In meinem Leben habe ich immer versucht, in meinem Denken und Empfinden jugendlich zu bleiben und habe stets von Neuem mit den Tatsachen und meiner Erfahrung und dem Glauben an das Gute und Wahre gerungen. In dieser Zeit, in der Gewalttätigkeit sich hinter der Lüge verbirgt und so unheimlich wie noch nie die Welt beherrscht, bleibe ich dennoch davon überzeugt, dass Wahrheit, Friedfertigkeit und Liebe, Sanftmut und Gütigkeit, die Gewalt sind, die über aller Gewalt ist. Ihnen wird die Welt gehören, wenn nur genug Menschen die Gedanken der Liebe und der Wahrheit, der Sanftmut und der Friedfertigkeit rein und stetig genug denken und leben. Alle gewöhnliche Gewalt in dieser Welt schafft sich selber eine Grenze, denn sie erzeugt eine Gegengewalt, die ihr früher oder später ebenbürtig oder überlegen sein wird. Die Gütigkeit aber wirkt einfach und stetig. Sie erzeugt keine Spannung, durch die sie sich selbst aufhebt, sondern sie entspannt die bestehenden Spannungen. Sie beseitigt Misstrauen und Missverständnisse. Indem sie Gütigkeit weckt, verstärkt sie sich selber. Deshalb ist sie die zweckmäßigste und intensivste Kraft. Was ein Mensch an Gütigkeit in die Welt hinausgibt, das arbeitet an den Herzen der Menschen und an ihrem Denken. Unsere törichte Schuld ist, dass wir nicht ernst zu machen wagen mit der Gütigkeit.
Wir wollen immer wieder die große Last wälzen, ohne uns dieses Hebels zu bedienen, der unsere Kraft verhundertfachen kann. Eine unermesslich tiefe Wahrheit liegt in den Worten Jesu. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Die Ehrfurcht vor dem Leben gebietet uns, den hilfsbedürftigen Völkern in aller Welt Hilfe zu bringen. Den Kampf gegen die Krankheiten, von denen diese Völker bedrängt sind, hat man fast überall zu spät begonnen. Letzten Endes ist alles, was wir den Völkern der früheren Kolonien Gutes erweisen, nicht Wohltat, sondern es ist unsere Sühne für das Leid, das wir weisen, von dem Tage an über sie gebracht haben, da unsere Schiffe den Weg zu ihren Gestaden fanden. Es muss dahin kommen, dass weiß und farbig sich in ethischem Geist begegnen. Dann erst wird eine echte Verständigung möglich sein. An der Schattung dieses Geistes zu arbeiten, heißt zukunftsreiche Politik treiben. Wer durch menschliche Hilfe aus schwerer Not oder Krankheit gerettet wurde, der soll mithelfen, dass die, die heute in Not sind, einen Helfer bekommen, wie er einen hatte. Dies ist die Bruderschaft der vom Schmerz gezeichneten. Ihr obliegt das menschliche und das ärztliche Humanitätswerk bei allen Völkern. Aus den Gaben der Dankbarkeit soll dieses Werk getan werden. Ich will glauben, dass sich genug Menschen finden werden, die sich zu Opfern der Dankbarkeit erbitten lassen werden für die, die jetzt in Not sind. Die Not aber, in der wir bis heute leben, ist die Gefährdung des Friedens. Zurzeit haben wir die Wahl zwischen zwei Risiken. Das eine besteht in der Fortsetzung des unsinnigen Wettrüstens in Atomwaffen und der damit gegebenen Gefahr des Atomkriegs. Das andere in Verzicht auf Atomwaffen und in dem Hoffen, dass Amerika, die Sowjetunion und die mit ihnen in Verbindung stehenden Völker es fertigbringen werden, in Verträglichkeit und Frieden nebeneinander zu leben. Das erste Risiko enthält keine Möglichkeit einer gedeihlichen Zukunft. Das zweite tut es. Wir müssen das zweite wagen. Die Theorie, man könnte den Frieden dadurch erhalten, dass man den Gegner durch atomare Aufrüstung abschreckt, kann für die heutige Zeit mit ihrer so gesteigerten Kriegsgefahr nicht mehr in Betracht gezogen werden. Das Ziel, auf das von jetzt bis in alle Zukunft der Blick gerichtet bleiben muss, ist, dass völkerentzweiende Fragen nicht mehr durch Kriege entschieden werden können. Die Entscheidung muss friedlich gefunden werden. Ich bekenne mich zu der Überzeugung, dass wir das Problem des Friedens nur dann lösen werden, wenn wir den Krieg aus einem ethischen Grund verwerfen, nämlich weil er uns der Unmenschlichkeit schuldig werden lässt. Ich habe die Gewissheit, dass der Geist in unserer Zeit ethische Gesinnung zu schaffen vermag. Deshalb verkünde ich diese Wahrheit in der Hoffnung, dass sie nicht als eine Wahrheit beiseite gelegt werde, die sich in Worten gut ausnimmt, für die Wirklichkeit aber nicht in Betracht kommt. Mögen die, welche die Geschicke der Völker in Händen haben, darauf bedacht sein, alles zu vermeiden, was die Lage, in der wir uns befinden, noch schwieriger und gefahrvoller gestalten könnte. Mögen Sie das wunderbare Wort des Apostels Paulus beherzigen. So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Es gilt nicht nur den Einzelnen, sondern auch den Völkern.
mögen sie ihn bemühen um die Erhaltung des Friedens miteinander bis an die äußerste Grenze des Möglichen gehen, damit dem Geiste der Menschlichkeit und der Ehrfurcht vor allem Leben zum Erstarken und zum Wirken Zeit gegeben werde. Diese Hoffnung von Albert Schweitzer ist nach wie vor aktuell. Und aus diesem Grunde ist es vielleicht interessant, noch einmal etwas näher auf die entscheidende Wende in seinem Leben hinzuweisen. Das war im Jahr 1904, als er in einer französischen Missionszeitschrift den Aufsatz »Wer wird uns im Kongo helfen?« las, der auf den großen Mangel an Ärzten in den von verheerenden Krankheiten heimgesuchten Urwaldgebieten hinwies. In dem Text »Zwischen Wasser und Urwald« erklärt Schweitzer, das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus schien mir auf uns geredet zu sein. Wir sind der reiche Mann, weil wir durch die Fortschritte der Medizin im Besitze vieler Kenntnisse und Mittel gegen Krankheit und Schmerz sind. Die unermesslichen Vorteile dieses Reichtums nehmen wir als etwas Selbstverständliches hin. Draußen in den Kolonien aber sitzt der arme Lazarus und das Volk der Farbigen, das der Krankheit und dem Schmerz ebenso wie wir ja noch mehr als wir unterworfen ist und keine Mittel besitzt, um ihnen zu begegnen. Wie der Reiche sich aus Gedankenlosigkeit gegen den Armen vor seiner Türe versündigte, weil er sich nicht in seine Lage versetzte und sein Herz nicht reden ließ, also auch wir. Das war der Impuls, der Dr. Albert Schweitzer zu seinem Medizinstudium in Straßburg brachte. Das war der Grund, warum er dieses Hospital gründete in Lambarene. Er hatte sich die Gegend dort am Fluss Ogowe ausgesucht, weil elsässische im Dienst der Pariser Evangelischen Missionsgesellschaft stehende Missionare ihm gesagt hatten, dass ein Arzt dort besonders wegen der um sich greifenden Schlafkrankheit sehr notwendig sei. Lambarene ist der Hauptort der Provinz Moyen Ogowe in Gabun. Der Name entstammt der Sprache der Galoa, einer Ethnie Gabuns, und bedeutet, wir wollen es versuchen. Albert Schweitzer gründete hier 1913 im damaligen französisch-äquatorialafrika sein berühmtes Urwaldspital, das sich auf Rive Droite befindet. Heute beherbergt das Spital die Abteilung für Innere Medizin, Chirurgie, Pädiatrie, Kinder- und Jugendmedizin, eine Geburtsklinik, eine Zahnklinik und seit 1981 ein Forschungslabor, das sich vorwiegend auf die Erforschung der Malaria tropica und deren Behandlung konzentriert. Aber es ist auch noch ein anderer Artikel, den Sie finden im Wikipedia. Nicht allein der über Lambarene interessant, sondern auch der über den Stadtteil Andende geschrieben. Andende auf Deutsch oder auf Französisch vielleicht Andende. Der Stadtteil Andende der Provinzhauptstadt Lambarene in Gabun befindet sich am rechten Ufer des Ogowe, gegenüber einer Insel, die als heutiger Standort des Albert-Schweitzer-Hospitals bekannt wurde. Der Stadtteil Andende geht auf eine um 1876 gegründete US-amerikanische christliche Missionsstation des Dr. John Nassau zurück, die 1892 von der Evangelischen Pariser Missionsgesellschaft übernommen wurde. Als Albert Schweitzer im Jahr 1913 in Lambarene eintraf, nutzte er zunächst die Missionsstation von Andende
als provisorische Unterkunft und Hospital, bis das eigentliche Hospital fertiggestellt wurde. Der Ogowe oder Ogowe, geschrieben, ist ein etwa 1200 Meter langer Fluss, der von der Republik Kongo nach Gabun fließt. Sein Einzugsgebiet umfasst beinahe ganz Gabun. Einige Zuflüsse erstrecken sich bis nach Kamerun und Äquatorialguinea. Es war der deutsche und der französische Kolonialismus, der Dr. Albert Schweitzer motivierte. Und es war der Erste Weltkrieg mit all seinen Grauen. Es waren aber auch die Massengewalt gegen die Bevölkerung von Seiten der Kolonialmächte, vom Boxerkrieg in China 1901-2, der Völkermord an den Herero und Nama 1904, 1905 und die Niederschlagung des Maji-Maji-Aufstands 1905 bis 1907. Darüber lässt sich lange sprechen. Diese Informationen findet man in dem Wikipedia-Artikel Deutsche Kolonien. Zum Beispiel wurde der Maji-Maji-Aufstand von 1905 bis 1906 von der deutschen Kolonialmacht in Deutsch-Ostafrika niedergeschlagen und es wurden geschätzt 100.000 Menschen ermordet. Viele davon durch Hunger, da die deutschen Truppen Dörfer und Felder niederbrannten. Wenn wir zur französischen Kolonialmacht gehen, so lässt sich Folgendes sagen. Gabun wurde mit Gorée und anderen französischen Siedlungen vereinigt 1854. Gorée 1858 in den Senegal eingegliedert. 1888 wurde Gabun Teil vom Französisch-Kongo und 1910 als selbstständiger Teil von Französisch-Äquatorialafrika wieder ausgegliedert. Als Französisch-Äquatorialafrika 1958 aufgelöst wurde, erlangte Gabun als Gabunische Republik die Autonomie. Die französische Kolonialmacht integrierte Tschad, Gabun und bot einen Tausch an, Gabun gegen Togo, das wurde abgelehnt von der deutschen Kolonialmacht. Darüber ist sehr viel in diesem Artikel Französisch-Äquatorialafrika zu lesen. Wir wollen jetzt einen Hinweis geben auf unsere Ausstellung, die wir als Einführung gedacht haben für Lehrer, Schüler, Studenten und die dazu führt, dass man sagen kann, diese Ausstellung ist die Grundlage, auf der rege Erörterungen, Dialoge, Diskussionen stattfinden können. Diese Ausstellung haben wir in kürzester 10-minütiger Zeit zusammengefasst. Am Ende finden wir in Stummschaltung 7 Tafeln als Beispiel und zum Mitlesen. Wenn es stimmt, dass der Gegenstand und das Ziel der Politik der Friede ist, dann ist die vornehmste Aufgabe der politischen Bildung die Friedensbildung. In seiner Heidelberger Antrittsvorlesung über den Begriff des Politischen vom 23. November 1960 hat der Politikwissenschaftler und Publizist Dolf Sternberger formuliert:
Der Gegenstand und das Ziel der Politik ist der Friede. Das Politische müssen und wollen wir zu begreifen versuchen, als den Bereich der Bestrebungen, Frieden herzustellen, Frieden zu bewahren, zu gewährleisten, zu schützen und freilich auch zu verteidigen. Oder anders ausgedrückt, der Friede ist die politische Kategorie schlechthin. Oder noch einmal anders ausgedrückt, der Friede ist der Grund und das Merkmal und die Norm des Politischen, dies alles zugleich. In Zusammenarbeit mit dem Berliner Antikriegsmuseum hat der für Bildung gemeinnützige Verein Gandhi Informationszentrum bisher 21 Ausstellungen über die Ideengeschichte des gewaltfreien Widerstandes erstellt. Die Ausstellungen präsentieren bedeutende Zitate von Aktivisten und Denkern der Gewaltfreiheit, begleitet von Bildern gegen Ungerechtigkeit, Militarismus und Armut. Hervorzuheben im Zusammenhang mit Dr. Albert Schweitzer wäre unsere Ausstellung mit Zitaten von Erasmus von Rotterdam. Süß ist der Krieg den Unerfahrenen. Klage gegen Gewalt und Krieg. Denn Schweitzer bezog sich in seiner Rede zur Entgegennahme des Friedensnobelpreises in Oslo ausdrücklich auf Erasmus von Rotterdam. Der Erste, der es wagte, rein ethische Erwägungen gegen den Krieg geltend zu machen und eine durch ethisches Wollen geleitete höhere Vernünftigkeit zu fordern. Die Ausstellungen werden zusätzlich im Internet gezeigt und ergänzt durch CDs bzw. DVDs mit Dateien aller Ausstellungstafeln sowie Begleitmaterial für Lehrende in der historischen, kulturellen und politischen Bildung. Damit tragen die Ausstellungen bei zur Verwirklichung einer globalen Kultur des Friedens, die die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13. September 1999 beschlossen hat. Die Ausstellungen fördern die Friedenskompetenz von Jugendlichen und Erwachsenen, indem sie, wie Günter Gugel in seinem Text über Friedenserziehung betont, das Kennenlernen von Vorbildern ermöglichen und zur kritischen Auseinandersetzung mit den eigenen und fremden Weltsichten, den unterschiedlichen Legitimationsmustern von Militär, Rüstung und Krieg, deren gesellschaftlichen und politischen Funktionen sowie den entsprechenden Folgen für die Entwicklung von Gesellschaften und Staaten anregen. Unsere Ausstellung mit Texten von Dr. Albert Schweitzer thematisiert sein Engagement erstens gegen den Krieg prinzipiell, zweitens gegen Atomwaffen und den Atomkrieg, drittens für die Ehrfurcht vor dem Leben. Sie ersetzt nicht eine ausführliche Darstellung seines politischen Engagements gegen Atomwaffen zwischen seinem 80. und 90. Lebensjahr, zwischen den Jahren 1954 bis 1965, und auch nicht eine wünschenswerte Ringvorlesung über die Ethik von Schweitzer aus der Sicht von Fachwissenschaftlern in unserer Zeit der Atomkriegsgefahr, der Klimakatastrophe, der Genmanipulation, des Artensterbens, der Ausbreitung von Epidemien, der Bürgerkriege und klima- und kriegsbedingten Massenflucht, der Manipulation von Wahlen, der Spionage durch Informationstechnik bis hin zum Cyberkrieg, der Weltraumwaffen und der Miniaturisierung von Kampfdrohnen und anderen Waffensystemen wie Mini-Nukes sowie des globalisierten Extremismus und Terrorismus. Am 23. April 1957 ließ Dr. Albert Schweitzer über Radio Oslo einen Appell an die Menschheit verbreiten. Der Aufruf zur atomaren Abrüstung wurde von vielen weiteren Radiostationen übernommen und bereits einen Tag später, am 24. April 1957, in der New York Times veröffentlicht. Unsere Ausstellung wurde 60 Jahre danach konzipiert und erstmalig vom 24. April 2017 bis zum 24. September 2017 in der Peace Gallery des Antikriegsmuseums Berlin präsentiert. Sie trägt den Titel Dr. Albert Schweitzer – Mein Wort an die Menschen – Engagement gegen den Atomkrieg. Und wurde von der Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum Frankfurt am Main als Friedensausstellung bereits an vielen Orten gezeigt. In Zusammenarbeit von der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin mit dem für Bildung gemeinnützigen Verein Gandhi Informationszentrum wurde diese Ausstellung im Foyer der Universitätsbibliothek gezeigt. Ergänzt wurden die Informationsplakate und Fotografien durch Publikationen und Schriften von Dr. Albert Schweitzer aus dem Bestand der FU-Bibliotheken und durch eine Multimedia-Station, an der Schweitzers ethisches Testament »Mein Wort an die Menschen« aus dem Jahr 1964 im Originalton zu hören und zu lesen war. Zu dieser Ausstellungspräsentation ist ein Ausstellungskatalog erschienen,
dessen digitale Version in deutscher und englischer Sprache im Repositorium der FU Berlin zugänglich ist. Wir bedanken uns herzlich bei der Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum als Schirmherrn dieser Ausstellung sowie beim Deutschen Albert-Schweitzer-Zentrum und beim Zentralen Schweizer Archiv, Archiv Central Albert-Schweitzer Günzbach im Elsass. Ja, es ist jetzt 19.13 Uhr und wir beenden den ersten Teil, den Vortragsteil, mit dem Hinweis darauf, dass wir nach einer 15-minütigen Pause uns anhören, was Umar Diallo zu sagen hat über die Ethik des Lebensschutzes im Zusammenhang mit Entwicklungszusammenarbeit und Nord-Süd-Dialog und vor allen Dingen, was Dr. Stefan Walter uns konkret über Dr. Albert Schweitzer mitzuteilen hat, aus eigener Anschauung aus dem deutsch-französischen Grenzgebiet und aus Lambaréné in Gabun. Wir sehen uns also wieder um 19.30 Uhr. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank euch und Ihnen. Also wir danken noch einmal herzlich für die Einladung, Umar Diallo, und freuen uns von dir einen
ein paar Ausführungen und Gedanken zu hören über das Thema und die Bedeutung von Albert Schweitzer im Zusammenhang mit der Ehrfurcht vor dem Leben, dem Lebensschutz, der Gewaltfreiheit im Zusammenhang nicht allein der Bildungsarbeit, an der du aktiv seit Jahrzehnten dich engagierst und beteiligt bist an Publikationen, sondern auch im Hinblick auf Entwicklungszusammenarbeit und Nord-Süd-Dialog. Ja, prima. Dann würde ich erst mal so kurz, ich bedanke mich erstmal bei euch sozusagen, wie das gelaufen ist, bin ich auch als Veranstalter sehr, sehr zufrieden. Ich fand die Beiträge sehr, sehr interessant, inhaltlich, weil das ist auch für mich was wichtig ist. Und dann kurz nochmal über das Afrika-Haus. Das Afrika-Haus wurde 1993 gegründet, aber wir hatten schon an Arbeit schon davor geleistet, weil als ich nach Europa kam, habe ich mal festgestellt, dass man eigentlich zu wenig über Afrika weiß und so. Wir waren damals auch eine Minderheit und so. Das ist auch wieder interessant zu sehen, wie jede Gesellschaft agiert, genauso in Afrika. Das gilt auch genauso wie Afrika. In Afrika, ich gehörte zu der Mehrheitsgesellschaft. Da bin ich nach Europa gekommen, dann habe ich mal die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft, andere Aspekte erlebt. Das heißt, außer die Mehrheit, dann bin ich also auch in eine Minderheit geraten. Und dann die erste Reaktion war, ich komme aus Guinea, und denn Guinea liegt in Westafrika, aber der Kontinent Afrika selbst ist sehr, sehr groß und so. Ich bin zwar Afrikaner, aber ich kannte selbst Afrika nicht so. Ich kannte nur eine Region, meine Region. Und dann war für mich interessant, in Europa Afrikas Neue zu entdecken, weil ich auch die Möglichkeit gehabt habe, hier andere Afrikaner kennenzulernen und so. Also in Afrika war ich mehr konzentriert in einem Bereich, Westafrika, ich bin Mandingo und dann Frankophon-Bereich und so. Dann bin ich nach Europa gekommen, hier die Konstellation, die Zusammensetzung war anders und so. Aber dann haben wir angefangen, die erste Zielgruppe war, wie war unsere Zielgruppe? Weil wir Informationen brauchten in Europa, also über Afrika. Dann haben wir so uns zusammengeschlossen, jeder sollte was über sein eigenes Land sowas sagen. Also das heißt, das wird für uns eine Perspektive, sozusagen Afrika kennenzulernen in Europa, weil der Kontinent ziemlich groß ist. Dann haben wir angefangen und dann der Kreis ist langsam viel größer geworden, weil wir inzwischen deutsche Freunde haben und so einige sind auch mit Deutschen verheiratet und so weiter. Später mal. Dann war so, dass sind so mehr Fragen gekommen, mehr Interesse gezeigt habe. Aber wenn ich sowas sage, ich wollte nur mal so sagen, das ist eigentlich froh, hier zu leben, weil also viele Dinge sind hier eigentlich für mich nicht Neues. Eigentlich. Ich bin zwar in Europa, aber ich bin in Guinea zur Schule gegangen. Bei mir war so, als ich Kind war, mein Vater in einer Familie war so, man musste sein Leben verdienen. Du musst früh aufstehen, du musst bestimmte Dinge machen. Mit dem Zeit ist es anders und so. Es gibt Unterschiede. Aber im Grunde genommen, was wenn es um Hilfe geht, wenn es um Lebensschutz geht, wenn es um humanitäre Hilfe geht und so weiter, im Grunde genommen, das ist eigentlich das Gleiche überall und so weiter. Und deswegen stört mich ein bisschen, die Nord-Süd-Dialog gefällt mir nicht so, weil die Dialog sollte, Nord-Süd, Süd-Süd, Süd-Süd, Nord-Nord sein eigentlich. Das heißt, so viel komplexer sozusagen. Das heißt, wenn ich sage mal so, aber in der Tat passiert eigentlich auch schon so, weil wir in Afrika, ich habe auch Dinge erlebt zum Beispiel, wir müssten früher mal, wenn man telefonieren möchte, man musste erstmal sich in Paris anmelden. Und dann von Paris aus, dann hat man die Möglichkeit, ein Nachbarland auch zu erreichen.
oder beim Fliegen war auch schon so, Teil von Afrika, da war keine direkte Verbindung. Da musst du nach Europa kommen oder nach London kommen, dann kannst du wieder zurück nach Afrika in eine bestimmte Region und so. Also, was ich sagen wollte, die ethische Grundlage des Lebensschutzes sollte für die Zusammenarbeiten und Humanität für alle sein. Also nicht nur Nord-Süd, das heißt, ich bin hier, wenn ich mal sowas sehe, zum Beispiel auf der Straße, dass irgendetwas passiert und so weiter, dann denke ich nicht, dass ich ein Afrikaner bin. Also Hilfe muss geleistet werden, wo es notwendig ist. Genauso, wir haben auch andere Thema, was wir hier behandeln, das ist Flucht und Migration. Wenn ich so, ich würde nicht sagen, dass man so die Grenze öffnet und so weiter, aber wenn ich sehe, dass Menschen sterben und so weiter, dann muss ich mich ansetzen. Es geht um humanitäre Hilfe. Also wir machen auch viele Dinge hier, das ist nicht eigentlich, wir sind nicht dafür zuständig, aber humanitäre Hilfe, Lebensschutz und so weiter, muss geleistet werden. Und das ist auch viele Dinge, wie die interessante Rede von Albert Schweitzer geredet haben. Es gibt Dinge auch, die überflüssig sind eigentlich. Wir brauchen diese ganzen Dinge. Also wir wollen keine Atomwaffen. Was soll man so? Das zeigt, wie wir schwach sind. Wenn man stärker ist, wenn man souveräner ist und so weiter, dann braucht man keine Angst zu haben. Und dann, so zwei Sachen sind für mich immer wichtig, dass ich es immer wiederhole. Diese zwei Sachen sind so, dass ich sage immer, im Grunde genommen, auch wir sind heute zusammen hier, im Grunde genommen, wir sind alle Afrikaner. So, wir sind alle Afrikaner und deswegen sage ich immer, man sollte keine Angst vor schwarzen Mann haben. Das ist, was ich also kurz so sagen wollte. Ja. Und da kann ich natürlich, bin gespannt jetzt so, ich habe mich natürlich erlaubt, Dr. Stefan Walter zu duzen, obwohl wir uns erstmal auch sehen. Aber das habe ich mal gerne gemacht, weil wir sind in Berlin. Das ist auch ein interessantes Symbol auch in Berlin. Also da, wir sollen dabei arbeiten. Die Grenzen müssen weg. Wir müssen die Möglichkeit haben, uns besser kennenzulernen und so weiter. Deswegen, also dieses Abend ist auch interessant, weil man kann online auch die Möglichkeit haben, mit jemandem ein Gespräch zu führen, wenn diese Person zum Beispiel in einem anderen Bundesregion oder in einem anderen Land ist und so weiter. So dass ich bedanke mich und dann die Freude ist jetzt so ganz so bei mir und dann bin ich jetzt gespannt, was Walter jetzt sagt. Dankeschön. Das ist für uns auch eine neue Erfahrung. Das ist unsere erste Veranstaltung als Gandhi-Informationszentrum. Prima. Und das Modell ist eigentlich, dass der internationalen Konferenzen und Webinars, dass wir eine Erfahrung, die wir letztes Jahr vor allem zum 150. Geburtstag von Gandhi in Indien erlebt haben, viele Einladungen bekommen haben. Ja. Und wir können das selbst organisieren, das ist kein Problem. Und tatsächlich, es ist sogar ein Vorteil, wenn man es genauer überlegt, ein großer Vorteil. Zumal in solch einem digitalen Format wir uns auch versuchen, aufs Wesentliche zu konzentrieren, in einem begrenzten Zeitraum. Und deswegen freuen wir uns jetzt alle auf die Ausführungen von Stefan. So, jetzt, genau. Dann schließe ich mich gerne der Dankesrunde an. Christian, Omar, Dominik für die Organisation dieses Abends, was ich mit großer Freude verfolgt habe bisher schon. Ich würde jetzt mal gerade meine Präsentation anmachen. So. Es sind ja schon viele Begriffe, viele Themen angesprochen worden. Und ich möchte jetzt anhand der Lebensstationen von Schweitzer
von Günzbach über Straßburg, Königsfeld hin nach Lambarene, eigentlich so ein bisschen nachvollziehen, wie Albert Schweitzer dazu kam, sein Wort an die Menschen kurz vor seinem Tod zu formulieren. Viele Begriffe tauchen jetzt wieder auf. Ich versuche, die an den Orten, an denen er gelebt und gewirkt hat, festzumachen. Man möchte vielleicht mit dem Ogowe beginnen, der hier auf dem Foto zu sehen ist. Ein Fluss verbindet immer die Menschen entlang des Flusses, die Menschen mit den Tieren im Fluss. Aber ein Fluss ist häufig auch Trennung, was wir hier an der deutsch-französischen Grenze am Oberrhein leidvoll erfahren mussten, dass in der Geschichte der Rhein immer eine hart umkämpfte Grenze zwischen Deutschland und Frankreich war und im letzten Jahr mit den Corona-Bestimmungen auch wieder ein Hauch von Grenze aufkam, dadurch, dass einfach der freie Verkehr über den Fluss eingeschränkt war. Ich habe von den vielen Aspekten von Schweizers Leben mir einige herausgesucht, die mir wichtig erscheinen. Zum einen mir persönlich, aber natürlich auch für den Lebensweg von Albert Schweitzer, um besser zu verstehen, wie das entstanden ist, wofür er sein Leben lang sich eingesetzt hat. Ich selber wohne in Offenburg im Südwesten Deutschlands, ganz in der Nähe von Straßburg. Und der Rhein auch, hat auch für Albert Schweitzer, für das Paar Helene und Albert Schweitzer, selbst für ihre Tochter eine große und wichtige Rolle gespielt. Albert und Helene Schweitzer haben sich am Rhein kennengelernt. Damals gab es noch große Wälder am Rhein bei Straßburg und sie haben sich sozusagen die ewige Treue viele Jahre vor der Hochzeit geschworen am Rhein und auch sich immer wieder in ihren Gesprächen und Briefen darauf bezogen und haben ihre Tochter, ihre einzige Tochter Rena genannt, nach dem lateinischen Namen des Rheines, nämlich Renus. Hier ist seine Frau Helene, geborene Breslau, mit der Tochter Rena, ungefähr dreijährig um 1923 zu sehen. Christa hatte ja schon kurz erwähnt, dass wir beide uns vor, ich denke, mittlerweile 10 Jahren im Deutschen Albert-Schweitzer-Zentrum in Frankfurt zum ersten Mal getroffen haben. Aus diesem ersten Treffen eine Freundschaft, eine Arbeitsgemeinschaft, aber vor allem eine Freundschaft entstanden ist. Rückschauend würde ich sagen, Christian wollte mehr über Schweizer erfahren, ich mehr über Gandhi. Und so haben sich unsere Wege gefunden. Seit 20 Jahren begleitet mich Albert Schweitzer, aber auch schon fast genauso lange Gandhi. War nämlich genau im Jahr 2000, als ich zum ersten Mal in einer Arche-Gemeinschaft Gewaltfreiheit und Spiritualität mit meiner Frau in Südfrankreich war. Diese Gemeinschaftsbewegung wurde von Lanza del Vasso gegründet, einem italienischen Katholik, der nach dem Ersten Weltkrieg bei Gandhi geweilt hat, unter dem Eindruck der Katastrophe, der kulturellen menschlichen Katastrophe des Zweiten Weltkrieges in Frankreich diese Gemeinschaft der Arche, Gewaltfreiheit und Spiritualität gegründet hat. Diese Gemeinschaftsbewegung hat mehrere Gemeinschaftshäuser in Frankreich und eins in Deutschland. Und grob zusammengefasst sage ich oft eine Mischung eines katholischen Ordens und eines gandhischen Ashram. Seit 3 Jahren bin ich nun der deutsche Delegierte im Internationalen Rat der Arche-Gemeinschaft. Mein Weg, mein Interesse geht eigentlich dazu, die Konzepte von Christian Nächstenliebe, der Ehrfurcht vor dem Leben bei Albert Schweitzer, der Gewaltfreiheit bei Gandhi zu verstehen und vor allem auch ansatzweise in meinem Leben zu verwirklichen. Vor 25 Jahren
hat mich meine Arbeit als Hautarzt an die Universitätsklinik in Straßburg gebracht. 3 Jahre lang habe ich jeden Morgen unsere älteste Tochter auf dem Fahrrad vorbei an Thomas Stifts, was hier auf dem Foto zu sehen ist, einer der Wirkungsstätten Albert Schweitzers. Heute sitzt der Evangelischen Kirche Elsaß-Lothringen. Jeden Morgen diesem Gebäude vorbei zur Schule gebracht. Sie war auf der St. Thomas-Schule, die links direkt neben diesem Thomas-Stift ist. Irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal lesen, was Albert Schweitzer eigentlich, wer das war, was er gesagt hat. Und wir hatten ein Buch zu Hause aus meinem Leben und Denken. Und das habe ich mir dann 1999, 2000 zur Hand genommen. Sehr vom ethischen Denken Schweizers, weniger vielleicht von seinem medizinischen, aber vor allem von seinem ethischen Denken fasziniert worden. Über diese 25 Jahre ist dieses Buch nicht das einzige mehr geblieben. Zum Leidwesen meiner Frau ist ein ganzes Bücherregal daraus geworden. 2009 habe ich dann zum ersten Mal das Albert Schweitzer Spital in Lombarene besucht. 2 Jahre später nochmal mit der ganzen Familie, mit unseren 4 Kindern dorthin gereist, um ihnen das zu zeigen. Seit 10 Jahren war ich dann auch zweiter Vorsitzender der Stiftung Deutsches Albert-Schweitzer Zentrum. Vielleicht kurze Erläuterungen. Es gibt in Frankfurt auch ein Archiv, ähnlich wie in Günzbach, ein Archiv und ein Museum zu Albert Schweitzer, das Deutsche Albert-Schweitzer Zentrum. Getragen vom Deutschen Hilfsverein Albert Schweitzer Spital Lambarene, der als Hauptvereinszweck hat, das Spital in Lambarene zu betreuen und Spenden für das Spital zu sammeln. Und der Stiftung, die sich mehr auf das geistige Erbe, auf die nicht Verwaltung, wie es vorhin hieß, sondern eigentlich auf die Verbreitung des geistigen Erbes von Albert Schweitzer konzentriert hat, intensive Kontakte mit Schulen hat, zu den vielen Albert Schweitzer Schulen und jetzt in den letzten Jahren auch sehr engagiert in die musikalische, in das musikalische Erbe von Albert Schweitzer. Seit einem Jahr bin ich nicht mehr im Vorstand, sondern jetzt im Beirat der Stiftung, habe dort den Posten des Vorsitzenden übernommen. Vor 145 Jahren wurde Albert Schweitzer im Elsass geboren, 1875. Zu der Zeit, in der das Deutsche Reich das Elsass annektiert hatte und anfing, als Kolonialmacht in Afrika aufzutreten. Vor 55 Jahren starb Albert Schweitzer, 1965. Zu der Zeit, in der die meisten kolonialisierten Völker die Unabhängigkeit erstritten hatten. Anhand der Lebensstation von Albert Schweitzer, Günzbach, Straßburg, Königsfeld und Lambarene, möchte ich einige relevante Grundideen seines umfangreichen Denkens heute Abend vorstellen. Die ersten 38 Jahre seines Lebens verbrachte Albert Schweitzer im Elsass und dann noch über 50 Jahre lang im zentralafrikanischen Gabun, in Lambarene, in dem von ihm gegründeten Krankenhaus zu wirken. Zum Ende des Vortrags möchte ich noch ein paar Eindrücke aus dem heutigen Krankenhaus, die ich bei meinen Besuchen 2009 und 2011 von Lambarene mit nach Hause gebracht habe, mit euch, mit ihnen teilen. Günzbach im Elsass. Albert Schweitzer wuchs in Günzbach im damals deutschen Elsass auf. Kurz nach seiner Geburt am 14. Januar 1875 in Kaisersberg übernahm Vater Ludwig oder Louis die evangelische Pfarrstelle in Günzbach, unweit von Colmar. Mutter Adele stammt auch aus einer elsässischen Pfarrfamilie. Albert Schweitzer wurde ganz wesentlich durch Erlebnisse und Gegebenheiten seiner Kindheit geprägt.
Deutsch und Französisch. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 wurde das Elsass ins Deutsche Reich eingegliedert und Albert Schweitzer somit als Deutscher geboren. Seine Eltern und Großeltern waren zweisprachig. Zu Hause wurde eher deutsch-elsässisch gesprochen, in Briefen meist französisch geschrieben. Die Schulzeit in Günzbach und Mülhus war deutschsprachig. Das letzte Jahr des Studiums verbrachte Albert Schweitzer zur Hälfte in Berlin, zur Hälfte in Paris. Durch einen Onkel in Paris wurde Albert Schweitzer Orgelschüler beim berühmten Organisten, Komponisten Charles-Marie Widor und lernte unter anderem dort Romain Rolland kennen. 1913 wählten Albert und Helene, seine aus Berlin stammende Frau, bewusst die französische Kolonie zur Gründung ihres Krankenhauses. Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde das deutsche Ehepaar in Lambarene unter Hausarrest gestellt und 1917-18 nach Frankreich verbracht und dort für ein Jahr interniert. Wie alle Elsässer wurde Albert Schweitzer 1919 französischer Staatsbürger und blieb es bis zu seinem Tode am 4. September 1965. Evangelisch und kritisch. Albert Schweitzer nahm mit großem Interesse und innerer Berührung an den Gottesdiensten seines Vaters teil. Und ab dem 9. Lebensjahr übernahm er sogar regelmäßig die Orgelbegleitung der Gottesdienste. Wie viele andere Simultankirchen im Elsass wurde die Kirche in Günzbach von der katholischen und der evangelischen Gemeinde für ihre Gottesdienste genutzt. Früh begann Albert Schweitzer in der Bibel zu lesen und stellte seinem eher liberal eingestellten Vater wohl unzählige kritische Fragen zu den biblischen Geschichten. Fromm und auch liberal. Das wohl wichtigste Kindheitserlebnis beschreibt Albert Schweitzer so. Es war im Frühjahr, in der Passionszeit. An einem Sonntagmorgen sagte ein Freund zu mir, komm, jetzt gehen wir in die Reben und schießen Vögel. Dieser Vorschlag war mir schrecklich, aber ich wagte nicht zu widersprechen. Aus Angst, er könnte mich auslachen. So kamen wir in die Nähe eines kahlen Baumes, auf dem die Vögel, ohne sich vor uns zu fürchten, lieblich in den Morgen hinaussangen. Sich wie ein jagender Indianer duckend, legte mein Begleiter seinen Stein in das Leder seiner Schleuder und spannte dieselbe. Seinem gebieterischen Blick gehorchend, tat ich unter furchtbaren Gewissensbissen dasselbe, mir fest gelobend, daneben zu schießen. In demselben Augenblick fingen die Kirchenglocken an, in den Sonnenschein und in den Gesang der Vögel hineinzuläuten. Für mich war es eine Stimme aus dem Himmel. Ich tat die Schleuder weg, scheuchte die Vögel auf und floh nach Hause. Und immer wieder, wenn die Glocken der Passionszeit in Sonnenschein und kahle Bäume hinausklingen, denke ich ergriffen und dankbar daran, wie sie mir damals das Gebot, du sollst nicht töten, ins Herz geläutet haben. Archiv und Museum. Günzbach liegt im touristisch sehr lohnenswerten Münstertal in der Nähe Colmars. Das Albert Schweitzer Haus, Maison Albert Schweitzer, wurde kürzlich renoviert und erweitert. Es birgt sowohl das Zentralarchiv als auch ein Museum, in dem alle Bücher, CDs und Filme erhältlich sind. Das ehemalige Pfarrhaus in Günzbach wurde vor einigen Jahren ebenfalls renoviert und bietet Gästezimmer zur Übernachtung und kleine Räume für Konferenzen an.
Das Haus, das Maison Albert Schweitzer, wird von der Internationalen Albert Schweitzer Gesellschaft, AISL, Association Internationale de Schweizer Lombarene, getragen, unterhalten. Hat zwei hauptamtliche junge Mitarbeiter, die Christian und ich kennenlernen durften, und eine ganze Reihe engagierter Ehrenamtlicher aus dem Ort. Es lohnt immer ein Besuch. Straßburg. Straßburg bis 1913. Theologe und Philosoph. 1893 begann Albert Schweitzer gleichzeitig das Studium der evangelischen Theologie und der Philosophie an der hier sichtbaren Universität Straßburg. Seine Promotion an der Philosophischen Fakultät erfolgte 1899. Dominik hat es schon vorgestellt, zur Religionsphilosophie bei Kant. Ein Jahr später promovierte Albert Schweitzer an der Evangelischen Fakultät und übernahm 1899 eine Vikarstelle an der St. Nikolaikirche in Straßburg. 3 Jahre später, 1902, wurde er zum Privatdozent für Neues Testament ernannt. In den folgenden Jahren veröffentlicht Schweitzer eine Reihe von Büchern, hier an seinem Arbeitstisch im Stift St. Thomas. Eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung, die linkte vorhin schon an, die Mystik des Apostel Paulus, 1923 seine Kulturphilosophie, die Weltanschauung der indischen Denker, das Christentum, die Weltreligionen, aus meiner Kindheit und Jugendzeit, sein Bestseller sozusagen zwischen Wasser und Urwald. Ich glaube, seine Bücher insgesamt wurden 1 Million Mal verkauft. Ganz wesentlichen Anteil an dieser großen Zahl ist das Buch zwischen Wasser und Urwald, was wirklich in Frankreich und in Deutschland fast allgemein Lektüre war. Beim Leben und Denken. Ehrfurcht vor dem Leben und Frieden und Atomkrieg, was vorhin schon genannt wurde. Johann Sebastian Bach und die Orgel. Nachdem Albert Schweitzer seit den väterlichen Gottesdiensten in Günzbach während der Kindheit die Musik von Bach sehr früh kennengelernt hat, entdeckte er in seinem Orgelunterricht immer mehr die ethische und die mystische Kraft in Kompositionen Bachs. Während seiner Straßburger Zeit begleitete Schweitzer auf der Orgel regelmäßig den Bachchor bei seinen Aufführungen der Kirche St. Guillaume. Als Orgelschüler und immer mehr Freund von Charles-Marie Widor wurde Schweitzer von dem französischen Organisten gebeten, eine Einführung in die Musik von Johann Sebastian Bach zu schreiben. Das 1905 erschienene Werk in französischer Sprache, Le Musicien Poète, der Musiker und Dichter, wurde 1908 übersetzt und ausgeweitet, überarbeitet. Die deutsche Ausgabe hat über 700 Seiten. Beide, sowohl das Französische als das Deutsche, zählte über Jahrzehnte zu den Standardwerken der Bachschen Forschung. Schweitzer befasst zeitlebens auch intensiv mit dem Bau, der Restaurierung und der Erhaltung von Orgeln. So konzipierte er die heute noch erhaltene Orgel in der Erlöserkirche Saint-Sauveur in Straßburg. Und auch die kleine Zweitorgel in der Kirche Saint-Thomas wurde von Albert Schweitzer konzipiert. Zu dieser Zeit ahnte Schweitzer noch nicht, dass er in späteren Jahrzehnten mit fast 500 Orgelkonzerten in 11 Ländern sein Spital in Lambarene finanzieren würde. Privilegiert und dankbar die Entscheidung,
Als 23-jähriger Student fasste Albert Schweitzer den folgenreichen Entschluss, der ihn letztendlich nach Lambarene führte. Er schreibt darüber: Es kam mir unfasslich vor, dass ich, wo ich so viele Menschen um mich herum mit Leid und Sorge ringen sah, ein glückliches Leben führen durfte. Auf der Universität musste ich in meinem Glücke studieren zu dürfen und in Wissenschaft und Kunst etwas leisten zu können, immer an die denken, denen materielle Umstände oder die Gesundheit solches nicht erlaubten. So überfiel mich der Gedanke, dass ich dieses Glück nicht als etwas Selbstverständliches hinnehmen dürfe, sondern etwas dafür geben müsse. Ich fasste den Entschluss, dass ich mich bis zu meinem 30. Lebensjahr für berechtigt halten wollte, der Wissenschaft und der Kunst zu leben, um mich von da an einem unmittelbaren menschlichen Dienst zu weihen. Gar viel hatte mich beschäftigt, welche Bedeutung dem Worte Jesu: Wer sein Leben will behalten, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinet, des Evangeliums willen, der wird es behalten. Für mich zukomme. Jetzt war die Bedeutung gefunden. Zu dem äußeren Glück besaß ich nun das Innerliche. Im Alter von 29 Jahren las Albert Schweitzer dem schon erwähnten Heft der Pariser Mission einen Bericht über den Mangel an Ärzten in der französischen Kolonie im heutigen Gabun. Der Bericht endete mit dem Satz: Menschen, die auf den Wink des Meisters einfach mit "Herr, ich mache mich auf den Weg" antworten, dieser bedarf die Kirche. Damit war sein Weg vorgegeben. Mit 30 Jahren begann Albert Schweitzer sein drittes Studium, Medizin, und promovierte 1912. Im selben Jahr heirateten Albert und Helene Breslau und am Karfreitag 1913 bricht das Ehepaar nach Lambarene auf. Lambarene, Gabun. Ah, da ist noch ein Hochzeitsfoto mit Albert und Helene Schweitzer im Kreise ihrer Familie, seiner Mutter, seinem Vater. Die Gründung des Spitals in Lambarene, genauer gesagt in Andende, war eine kleine 2 Kilometer zu Fuß, 3 Kilometer zu Fuß. Ich bin es einmal gelaufen vom Ortskern Lambarene zu diesem ehemaligen Missionsstation, was heute eine Schule beherbergt. Oben auf dem Berg die Missionsstation, hier unten das entstehende Spital. Mit Spenden von wohlhabenden Freunden und Gönnern in Europa bauten Helene und Albert Schweitzer ein erstes kleines Krankenhaus auf dem Gelände der Missionsstation in Andende in Lambarene auf. Der bekannte, berühmte Hühnerstall, in dem die ersten Operationen stattfanden, sieht man hier unten rechts. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges, also schon im Jahr darauf, wurden beide als deutsche Bürger in einer französischen Kolonie unter Hausarrest gestellt und 1917 sogar als Gefangene nach Frankreich gebracht und für ein Jahr interniert. Die Zeit des Hausarrestes in Lambarene nutzte Albert Schweitzer natürlich, um an seiner zweiteiligen Kulturphilosophie zu schreiben. Verfall und Wiederaufbau der Kultur. Welche Ironie, das während des Ersten Weltkriegs zu schreiben. Verfall und Wiederaufbau der Kultur, zweiter Teil Kultur und Ethik. Die Ehrfurcht vor allem Leben. Dieser Schaffenszeit des Hausarrestes
Beim Anblick einer Nilpferdherde während einer Bootsfahrt entstand auch die Formulierung der Ehrfurcht vor allem Leben. Schweizer schreibt: Langsam krochen wir den Strom hinauf, uns mühsam zwischen den Sandbänken, zwar trockener Jahreszeit, hindurchtastend. Geistesabwesend saß ich auf dem Deck des Schleppkahns, um den elementaren und universellen Begriff des Ethischen ringend, den ich in keiner Philosophie gefunden hatte. Blatt um Blatt beschrieb ich mit unzusammenhängenden Sätzen nur, um auf das Problem konzentriert zu bleiben. Am Abend des dritten Tages, als wir bei Sonnenuntergang gerade durch eine Herde Nilpferde hindurchfuhren, stand urplötzlich, von mir nicht geahnt und nicht gesucht, das Wort Ehrfurcht vor dem Leben vor mir. Das eiserne Tor hatte nachgegeben, der Pfad im Dickicht war sichtbar geworden. Ein bisschen weiter unten schreibt er weiter: Zugleich erlebt der denkend gewordene Mensch die Nötigung, allem Willen zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen. Er erlebt das andere Leben in dem Seinen. Als gut gilt ihm, Leben erhalten, Leben fördern, entwickelbares Leben auf seinen höchsten Wert bringen. Als böse, Leben vernichten, Leben schädigen, entwickelbares Leben niederhalten. Dies ist das denknotwendige, absolute Grundprinzip des Sittlichen. Schweizer weiß natürlich, dass jedes Leben sich nur auf Kosten anderen Lebens erhalten kann. Dies darf aber nur aus Notwendigkeit, absoluter Notwendigkeit geschehen und niemals aus Gedankenlosigkeit. Dort, wo es möglich ist, wird anderes Leben geschützt und gefördert. Für mich persönlich, für mein Leben gibt es eine auch folgenschwere Überlegung Schweizers, die mir am bedeutsamsten geworden ist. So sehr mich das Problem des Elends in der Welt beschäftigte, so verlor ich mich doch nie im Grübeln darüber, sondern hielt mich an den Gedanken, dass es jedem von uns verliehen sei, etwas von diesem Elend zum Aufhören zu bringen. Es war in dem Moment meines Lebens, als wir unser erstes Baby verloren haben und aus verschiedenen Motivationen beschlossen haben, mein Freund und ich ein Kind zu adoptieren, nämlich an einer Ecke dieser Welt einem Menschenleben eine zweite Chance zu geben. Wir haben dann ein zweites Kind adoptiert, haben zwei eigene Kinder, ganz maßgeblich auf diese Überlegung Schweizers. 1917, zu Ende der ersten Zeit in Lambarene, kehren Albert und Helene als Gefangene nach Frankreich zurück. Das Manuskript von Kultur und Ethik lässt Albert Schweitzer bei einem amerikanischen Missionar zurück und bekommt es nach Kriegsende zugesandt. Wieder in Straßburg, 1918 bis 1924. Im Jahr 1919 übernimmt Albert Schweitzer wieder die Vikarstelle an der Kirche St. Nicolas und arbeitet als Arzt im Bürgerspital in Straßburg. Interessanterweise in der gleichen Klinik, in der ich dann auch gearbeitet habe, wie ich später aber erst erfahren habe. Eine Vortrags- und Orgelkonzertreihe 1922 nach Schweden ist finanziell besonders erfolgreich und ermöglicht nicht nur die Rückzahlung der alten Schulden, sondern bringt auch genügend Mittel für eine Rückkehr nach Lambarene und den Wiederaufbau des Krankenhauses ein. Im Jahr 1919
hielt Albert Schweitzer eine Reihe von 12 Predigten über ethische Probleme, in der er seine Erfahrung aus Lambarene und seine Überlegungen zur Ehrfurcht vor allem Leben sich gegenseitig durchdringen. Diese Predigten zwischen Februar und November 1919 wurden im Büchlein Was sollen wir tun? Zusammengefasst. Und ich komme immer auf dieses Büchlein zurück und kann es allen nur zur Lektüre empfehlen. Weiter trieb die Frage um, sehr früh angekommen, wie viel man von seinem Leben behalten darf, wie viel man zurückgeben muss. Diese Frage des Behaltens und des Teilens war ihm sehr akut. Er hat da sehr intensiv dran gearbeitet und auch in verschiedenen Korrespondenzen, in den Predigten, damit schwanger gegangen sozusagen. Und das ist eine Frage, die auch heute uns auch in der Entwicklungszusammenarbeit, im persönlichen Miteinander auf globaler Ebene auch immer wieder begegnet. Wie viel Glück, wie viel Zeit, wie viel Besitz darf ich für mich behalten, dürfen wir für uns behalten? Und wie viel müssen wir mit den weniger Glücklichen, den Hungernden, den Bedrohten, den Geflüchteten teilen? Albert Schweitzer drückt das so aus: Von allen verlangt die Ehrfurcht vor dem Leben, dass sie ein Stück ihres Lebens an Menschen hingeben. In welcher Art und in welchem Maße ihm das bestimmt ist, soll der Einzelne den Gedanken entnehmen, die in ihm entstehen, und den Schicksal, in denen sich sein Leben bewegt. Und in einer Sonntagspredigt in Straßburg, St. Nikolaus aus 1919, schlägt Albert Schweitzer seiner Gemeinde Folgendes vor. Eine Doppelpredigt über den Besitz. Besitzender ist jeder, der abends beim Zubettgehen etwas für den nächsten Tag übrig behalten hat. Wollt das nicht als etwas Übertriebenes ansehen, das logisch vielleicht richtig ist, praktisch aber keine Bedeutung hat, sondern als die Wahrheit, die wir nicht gern einsehen wollen, weil sie uns unbequem ist. Schränke deine Lebensverhältnisse ein, dass du habest zu geben. Revidiere deine Lebensführung und die der deinen und schau, was du sparen könntest, um reich zu sein zum Wohltun. Lasst uns so einfach wie möglich leben, dass wir haben zu geben. Gestattest du dir etwas, das nicht zum Lebensnotwendigen, sondern der Erholung oder der Genugtuung am Schönen und Angenehmen dient, so nimm ungefähr den gleichen Wert und bestimme ihn für Wohltaten. Ich meine also, wir müssen gewissermaßen in allem, was über das Notwendige hinausgeht, mit dem Bedürftigen teilen. Eine freiwillige, geheime Steuer entrichten. Wenn Albert Schweitzer das seiner Gemeinde in der Nachkriegszeit im Februar 1919 vorschlägt, was würde er heute von uns im reichen Norden fordern? Ich habe mal spaßhalber, aber wir haben versucht zu denken, alles, was der Erholung und dem Schönen dient, nochmal an Spenden zu geben. Es ist eine Herausforderung, an der wir gescheitert sind. Es ist wirklich, also finde ich, eine ganz praktische, kein Zehnt, sondern die Hälfte. Es ist mutig. In den frühen 20er Jahren wird Albert Schweitzer in Europa immer bekannter. Und neben den Erlösen aus den Buchveröffentlichungen werden gerade die Orgelkonzerte, die Albert Schweitzer in ganz Europa gibt,
zur hauptsächlichen Finanzierungsquelle für das Krankenhaus in Lambarene. Mit zunehmender Bekanntheit, gerade auch in den USA, wird auch das Spendenaufkommen für das Spital immer höher. So kann Albert Schweitzer 1924 mit ausreichenden finanziellen Mitteln nach Lambarene zurückkehren. Diesmal aber alleine. Königsfeld im Schwarzwald. Familie und Erholung. 1919 wurde Rena, die einzige Tochter von Helene Albert Schweitzer, geboren. Nachdem Helene in den Nachkriegsjahren Tuberkulose erkrankt war, Albert Schweitzer diesmal allein nach Lambarene zurückkehren wollte, bauten die Schweizers im Schwarzwald-Luftkurort Königsfeld ein Haus. Neben dem Heilklima im Schwarzwald gab die in Königsfeld ansässige Herrnhuter Brüdergemeinde mit der Zinzendorf-Schule für Tochter Rena den Ausschlag für Königsfeld. Während seiner Europaaufenthalte fand Albert Schweitzer in Königsfeld die notwendige Ruhe und Erholung. Das Haus in Günzbach war mit dem Sekretariat und der Korrespondenz und der Organisation der Lambarene-Reisen betraut, sodass Königsfeld wirklich ein Rückzugs- und Ruheort für Schweizer war. Das Haus ist heute in der Trägerschaft der Gemeinde Königsfeld und des historischen Vereins Königsfeld. Es beherbergt eine Ausstellung zu Leben und Werk von Helene und Albert Schweitzer. Schwerpunkt der Arbeit in Königsfeld ist Helene Schweitzer und das Wirken Albert Schweitzers Organist und Orgelexperte. In den vergangenen Jahren wurde der Internationale Albert Schweitzer Preis in Königsfeld gestiftet und verliehen. Lambarene ab 1924. Die Gründung des zweiten Spitals in Lambarene. Nach seiner Rückkehr 1924, also 7 Jahre nach der erzwungenen Abreise, wird das Spital an der gleichen Stelle wieder aufgebaut in Andende. Es erweist sich aber schnell als viel zu klein. Albert Schweitzer erwirbt ein größeres Gelände in der Nähe, Lambarene, und erbaut zum dritten Mal das Spital, das bis nach seinem Tod in Betrieb bleiben wird und heute noch als Museum erhalten ist und mit Gästezimmern zum Verweilen einlädt. Hier unten ist der Ogove. Hier ist das Spital, das 1927 eröffnet wurde. Das historische Spital, was renoviert wurde. Und oberhalb auf dem Hügel des 1980, das jetzt noch in Betrieb stehende Krankenhaus eröffnet wurde. Und davon einige Fotos mitgebracht. Das ist also der Bau des zweiten, des dritten Spitals, des neuen auf dem größeren Gelände, was 1927 eröffnet wurde. Albert Schweitzer verbrachte viel, viel Zeit mit dem Bau des Krankenhauses, der Krankenhäuser, der verschiedenen. Hier sieht man ihn, hat dafür auch immer wieder freiwillige Zimmerleute aus der Schweiz, aus Deutschland zu Besuch gehabt, also nicht nur ärztliches und pflegerisches Personal, sondern auch Zimmerleute, Zimmermänner und Frauen gehabt. Hat dafür auch einen Ehrendoktorwürde der Technischen Universität Braunschweig für Architektur erhalten. Hier unten sieht man den Bau des Lepradorfes, was mit den finanziellen Mitteln des Friedensnobelpreises ermöglicht wurde. Und hier das allgemeine Geschehen des Spitaldorfs. Also es ist nicht ein Krankenhaus in unserem Sinne, sondern es ist ganz klar als Dorf, als Spitaldorf konzipiert, in dem die Leute, die Patienten möglichst in ihrem gewohnten Umfeld leben, ein Treiben wie bei sich
im Dorf ist, die Angehörigen vor Ort sind, und so einer Entwurzelung der Patienten entgegengewirkt werden sollte. Hier sieht man ihn, Schweizer, vor dem Krankenhaus um 1960, das Foto entstanden, so wie man ihn von den meisten Fotos und von seinen Ideen her sich immer vorstellt, außer dass der Tropenhut fehlt, aber sonst ein klassischer Albert Schweitzer Darsteller um 1960. Hier noch für den Kuriositäten zum Nord-Süd-Dialog die Darstellung Albert Schweitzers durch afrikanische Maler oder Malerin. Das sind zwei Gemälde, die im Albert Schweitzer Krankenhaus aushängen. Eins, was mir etwas älter erscheint, und eins, was aus kürzerer Zeit, aus neuerer Zeit kommt. Da gibt es schon Motorboot und diese Autobrücke über dem Ogowe. Aber fand ich als Kuriosum spannend. Der Albert Schweitzer ist 1965 gestorben. Das von ihm errichtete Krankenhaus war bis 1980 noch in Betrieb, bevor dieses neue gebaut und eingeweiht wurde. Weit vorausschauend hat Schweitzer schon 1927 eine Stiftung gegründet und das gesamte Spitalgelände, wie wir es vorhin auf dem Plan gesehen haben, dieser Stiftung übertragen, die Eigentümer bis heute des ganzen Spitalgeländes ist. Das ist eine Stiftung, die in Straßburg ansässig ist, nach französischem Recht, die zur Hälfte von Vertretern der Europäischen Hilfsorganisation und zur Hälfte von Vertretern aus Gabun beschickt ist, der Stiftungsbeirat, und die alle wesentlichen Entscheidungen für das Krankenhaus tragen. Die Situation ist derzeit angespannt. Es kam zu mehreren Eklats in diesem Stiftungsbeirat aus verschiedenen Gründen. Meistens handelt es sich ums Geld, wie das auch schon zu Schweizers Zeiten war. Die größten Herausforderungen des Spitals sind immer die finanzielle Ausstattung. Der Stadt Gabun hat er zugesagt, die Hälfte des Defizits zu tragen und die andere Hälfte von den europäischen Hilfsorganisationen, das getragen wird. Und je nach Situation des Staats Gabun werden diese Zahlungen von Gabun mehr oder weniger rechtzeitig erfolgt, sodass es immer am Rande des finanziellen Abgrundes steht, bis heute leider. Das Krankenhaus sieht heute so aus, sind die verschiedenen Stationen, eingeschossige Gebäude, die mit überdachten Gängen verbunden sind, dass man trocken von einem zum anderen Gebäude kann. Wie Christian schon sagt, es gibt eine innere Abteilung, eine chirurgische Abteilung, wo wir hier stehen, deshalb ist es nicht angezeigt, eine kinderheilkundliche Abteilung und eine frauenheilkundliche und Geburtsabteilung. Von innen sehen die Stationen so aus. Zugang zu den Zimmern mit Vorhängen verdeckt, dass die Luft zirkulieren kann, dass es nicht so heiß ist. Eine Besonderheit, dass die Krankenzimmer auch alle von außen zugänglich sind, weil die Stationsinnere ist nur dem Personal vorbehalten. Und die Besucher, die können die Krankenzimmer von außen betreten und verlassen. Man sieht, es gibt keine Krankenhauswäsche, sondern die Verwandten, die Angehörigen der Patienten versorgen die Patienten mit Bettwäsche, mit Essen. Die Angehörigen kochen auf dem Gelände. Es gibt so Kochpavillons, waschen die Wäsche auf dem Gelände. Also zwischen den Stationen sind dann Wäscheleinen gespannt, wo die Angehörigen ihren Patienten jeweils versorgen. Bis heute ist das so. Es klang schon an, das Lepradorf gibt es immer noch. Es gibt keine aktiven Lepra-Patienten mehr, aber es gibt noch einige wenige ehemalige Lepra-Patienten, die austherapiert, aber noch mit Behinderungen sind. Man sieht, diese jungen Menschen 2009 waren natürlich nie Lepra-Patienten, sondern sind
die Nachfolgegeneration, zweite, dritte, vierte Generation der Lepra-Patienten von Anfang, Mitte des Jahrhunderts. Ich stelle mir eine große Herausforderung fürs Krankenhaus dar, weil man es eigentlich nicht mehr braucht, das Lepradorf, weil es keine aktiven Patienten mehr gibt. Man es dringend renovieren müsste nach 60, 70 Jahren. Aber mehrere hundert Menschen dort wohnen und von der Infrastruktur, von der ärztlichen Versorgung, von Elektrizität, von fließend Wasser profitieren, was es auf dem Gelände des Krankenhauses gibt. Ich glaube, da ist noch keine Antwort drauf gefunden worden von der Stiftung, was man mit dem Lepradorf macht, insbesondere was man den vielen Menschen macht, die dort ihr Zuhause gefunden haben. Es gibt, vorhin schon angeklungen, eine Forschungsstation, insbesondere zur Malaria, besonders Malaria-Impfungen. Alle größeren Studien in Afrika zu Malaria-Impfungen werden auch in Lambarene mitbetreut. Geführt wird dieses Forschungslabor von der Universität Tübingen und der Universität Utrecht. Es gibt einen gut entwickelten Mutter-Kind-Bereich, in dem ein Arzt und Schwestern jeden Tag entweder mit dem Auto, da bin ich mitgefahren, oder mit dem Boot auf dem Ogowe, abgelegene Ortschaften besuchen, Schwangeren betreut, impft, Kinder misst und impft und vor allem eine AIDS-Aufklärung macht. Vor 10 Jahren, 12 Jahren mittlerweile, waren 8% der Gabonesen HIV-positiv. Seitdem weiß ich die Zahlen nicht, aber es wird sich wahrscheinlich in dem Rahmen halten. Der Staat stellt HIV-Medikamente zur Verfügung. Das ist im Prinzip kein Problem. Es gilt eher, das Problem, die rechtzeitig zu entdecken und rechtzeitig zu behandeln, um die Infektionskette zu unterbrechen. Man hat ja im Lepradorf gesehen, dass viele Menschen im Spitaldorf leben, Angestellte, ehemalige Patienten, Mitarbeiter, deren Kinder, sodass das Krankenhaus auch einen Kindergarten auf dem Gelände hat, eine Grundschule auf dem Gelände hat für die Kinder der Mitarbeiter und der hospitalisierten Patienten. Es gibt verschiedene Werkstätten auf dem Gelände des Krankenhauses, eine Nähstube für die Wäsche der Angestellten, für die Bekleidung, Tischdecken, Handtücher und so weiter und auch verschiedene Souvenirs wie diese Puppen, Weihnachtssterne, Giraffen, Elefanten. Das war die Werkstatt, wo unsere Tochter am liebsten geblieben war. Es gibt einen kleinen Laden für die vielen Menschen, die im Spitaldorf leben, für die Besucher von Angehörigen, wie auch für uns als Besucher. In den Gästezimmern gab es einen kleinen Laden, Baguette wie in Frankreich beinahe, Holzwerkstatt, also verschiedene Werkstätten, die jedes Krankenhaus braucht. Schweizer hatte schon damals einen großen Garten angelegt zur Versorgung des Personals, zur Versorgung der Patienten, die keine Angehörigen oder so arm waren, dass die Angehörigen keine Lebensmittel kaufen konnten oder von zu Hause mitbringen konnten, weil sie zu weit weg wohnten. Der ist dann nach dem Tod Schweizers in Vergessenheit geraten, dieser Garten, aber seit einigen Jahren wieder versucht, das Gelände der Wildnis zurückzuerobern und mit Kultur von Gemüsepflanzen, da sieht man klein und weiß nicht was, wieder reaktiviert wurde zur Selbstversorgung. Das ist auch schon das vorletzte Bild. Und um so ein bisschen den Bogen wieder zurückzukommen zu uns nach Deutschland in den Nord-Süd, Nord-Nord-Süd-Süd-Nord-Dialog, habe ich noch ein Zitat mitgebracht, was, glaube ich, Christian auch schon gelesen hat, aber ich eigentlich ganz spannend finde, vielleicht in den Austausch, in die Diskussion zu kommen.
Entwicklungszusammenarbeit, Wohltat oder Sühne? Schweizer schreibt, zuletzt ist alles, was wir den Völkern der Kolonien gut erweisen, nicht Wohltat, sondern Sühne für das viele Leid, das wir von wir Weißen von dem Tage an, da unsere Schiffe den Weg zu ihren Gestaden fanden, über sie gebracht haben. Politisch sind die kolonialen Probleme, wie sie sich herausgebildet haben, nicht zu lösen. Das Neue, das kommen muss, ist, dass weiß und farbig sich in ethischem Geiste begegnen. Dann erst wird Verständigung möglich sein. An der Schaffung dieses Geistes arbeiten, heißt zukunftsreiche Weltpolitik treiben. Und mit vielen, einigen lachenden Gesichtern aus Lambarene bedanke ich mich ganz herzlich. Ganz unten rechts ist kein Mädchen aus Lambarene, sondern unsere Adoptivtochter Polna. Ganz wunderbar, Stefan. Herzlichen Dank für diesen ausführlichen Vortrag mit so vielen Details und für die Nachwelt. Und da gehe ich noch einmal zurück auf das, was Frau Professorin Ialazari Pawlowska zitiert hat in ihrem Aufsatz über Toleranz und Friedenserziehung, nämlich Albert Schweitzer sagte, kein Sonnenstrahl geht verloren, aber das Grün, das erweckt, braucht Zeit zum Sprießen und dem Seemann ist nicht immer beschieden, die Ernte mitzuerleben. Alles wertvolle Wirken ist Tun auf Glauben. Vielleicht ist es auch dieses, was Gandhi und Schweitzer stark verbindet. Dieser Gedanke, kein Sonnenstrahl geht verloren und vor allen Dingen die Liebe zum Leben, die Freude am Leben hochzuhalten, auch in finsteren Zeiten. Ja, jetzt möchte ich einladen zu einem Gespräch. Wir haben noch etwas vorbereitet, vielleicht für die letzten 20 Minuten, also für die letzten Nummer. Das ist dann ein Hinweis auf diese Ähnlichkeit der Biophilie, der Liebe zum Leben mit der Ehrfurcht vor dem Leben, der Philosophie von Erich Fromm und von Dr. Albert Schweitzer. Ja, Oma, vielleicht sagst du etwas zu diesem wunderbaren Vortrag. Nee, ich muss mich auch bei Stefan nochmal ganz herzlich bedanken. Ich hatte angefangen zu sagen, dass ich so hier lebe und am Anfang war immer die Möglichkeit, Afrika auch kennenzulernen. Ich bin in Afrika, ich bin aus Guinea, aber ich bin noch nicht in Gabun gewesen. Und so. Und dann habe ich immer für die Werke von Albert Schweitzer interessiert und Lambarene habe ich mal mehrmals gehört und so weiter. Und dann, es ist interessant heute, was Stefan gemacht habe, also diese wir haben jetzt einen Überblick gehabt und so weiter. Ich fand das sehr interessant, so das muss ich noch mich ganz herzlich bei ihm bedanken. Ich fand den Beitrag sehr, sehr interessant und sehr konstruktiv. Also wir arbeiten auch, oder unsere Überzeugung ist es auch eine Welt. Also dann zum Schluss hat er was Interessantes noch zitiert. Also das ist immer sehr interessant, weil einfach Gäste sind eingeladen und das ist mal interessant. Also man wird immer noch überzeugen. Also ich habe meine Überzeugung, da werde ich noch von dem anderen überzeugt, dass das Richtige ist. Und das tut gut einfach. So, das sage ich jetzt nochmal. Ja. Ja, vielleicht jetzt das Wort an die weiteren Teilnehmer. Vielleicht gibt es Fragen oder auch Ergänzungen. Vielleicht dann die erste Frage an Dominik. Was meinst du, wäre es nicht sinnvoll, ein Fachseminar anzubieten zu Dr. Albert Schweitzer
im Zusammenhang mit den Strategien gegen Rassismus und der Erinnerung an die Zeit von Kolonialismus und Imperialismus. Oder vielleicht sogar eine universitäre Ringvorlesung, in der die Ehrfurcht vor dem Leben von verschiedenen wissenschaftlichen Fachdisziplinen im Detail erörtert wird. Also ich kann mir beides nur wünschen. Das ist das Erste, was ich sagen möchte. Ein Fachseminar kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ich habe Lust bekommen, das selber auch vielleicht anzuleiten und durchzuführen, kann man sagen, nach der Lektüre von Schweizer. Und nachdem ich so viel sozusagen mit euch beiden zusammengewirkt habe an diesen Ausstellungen. Man muss nämlich dazu sagen, ich habe ja mit Christian Barthoff schon viele Ausstellungen zusammen gestaltet, unter der Anleitung von Christian selbst. Die Schweizer Ausstellung war diejenige, bei der mir der Zugang gar nicht so leicht gefallen ist, im Unterschied zu anderen. Und es liegt, glaube ich, daran, dass ich einer Generation angehöre, die sehr mit dem Säkularen verbunden ist, die mit dem Religiösen vielleicht weniger verbunden ist als andere Generationen. Und die Sprache von Schweizer, die ist ja so eingetaucht, ja, in das Theologische. Und vor dem Hintergrund ist der Zugang gar nicht so leicht. Und deswegen sind die Zitate so ein Eintrittstor vielleicht in diese Welt. Und wenn diese Brücke gelingt, ja, zwischen einer Bildung gegen Rassismus, einer Aufklärung über den Kolonialismus und das Fortwirken des Kolonialrassismus hier in Berlin, hier in Deutschland, dann wäre viel gelungen. Also ich kann das nur im Sinne der politischen Bildung befürworten. Und eine Ringvorlesung, ja, höchste Zeit, natürlich, klar. Vor allem an der Freien Universität. Also das finde ich auch eine gute Idee, weil die wissenschaftliche Aufarbeitung von Schweizer hing immer etwas an diesem Problem, dass die Philosophen sagen, buh, das ist ja eigentlich Theologie und das hat ja mit Philosophie nichts zu tun. Und den Theologen ist es dann wieder zu liberal, die sagen, was ist alles mit Philosophie und also ist auch nichts für uns. Ich glaube, deshalb fällt es so ein bisschen durch die wissenschaftlichen Raster durch, in der Aufarbeitung, der Weiterführung in der Forschung, sodass vielleicht eine politische oder sozialpädagogische Aufarbeitung passender Zugang wäre. Keine religiöse, keine theologische und keine philosophische, sondern eher eine politische Aufarbeitung sich anbieten würde, um das aufzuarbeiten. Ja, ja, dazu vielleicht noch eine Ergänzung von meiner Seite. Ich gebe gerade ein Seminar über die politische Philosophie von Dr. Martin Luther King am Otto-Suhr-Institut für Studierende des Bachelors Politikwissenschaften, Lehramtsstudierende dabei. Und dieses Seminar geht auch ganz maßgeblich auf die Zusammenarbeit mit Christian zurück. Und was mir dann im Gespräch mit den Studierenden auffällt, ist Folgendes. Martin Luther King als Baptistenpfarrer, ja, der entstammt einem ähnlichen Kosmos, kann man vielleicht sagen, wie Schweizer in dem Sinne. Und der Zugang zu einem solchen Begriff wie Liebe, der zunächst einmal unpolitisch daherkommt, die Liebe für das menschliche Leben oder dann in schweizerischer Parlance die Ehrfurcht vor dem Leben, ich glaube, die wird immer dann ganz besonders greifbar, wenn der historisch-politische Kontext parallel zur Philosophie mitbeleuchtet wird. Wenn das eine so aseptisch und leer bleibt, ja, indem es nur ein Gedankenexperiment ist, dann bleibt die Beziehung nicht bestehen. Ja? Dann bleibt der Name vielleicht im Kopf, vielleicht ein Schlagwort, aber es kommt einem nicht in den Kopf, ja, der Kampf für Gerechtigkeit und gegen Rassismus beispielsweise. Und wenn das verbunden wird mit konkreten Kampagnen und mit konkreten Aktionen des gewaltfreien Widerstandes, wenn das verbunden wird mit Lebensschicksalen und Namen von damit verbundenen Frauen und Männern, erst dann ist sozusagen das Fleisch da, über das man sprechen kann und über das man reden kann und auch von dem man inspiriert werden kann, wenn man an Musik denkt, ja, die mit der Bürgerrechtsbewegung in Amerika ja sehr tief verbunden war. Und schön, dass du den musikalischen Aspekt bei Schweizer
nicht vergessen hast. Das fand ich dann besonders schön. Ja, es ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass dieser Gedanke des sozialen Evangeliums bei Martin Luther King maßgeblich war, grundlegend war. Und dass bei Gandhi in der Forschung überhaupt nicht hoch genug gewürdigt wird, dass seine Zusammenarbeit mit Missionaren auch ein Baustein für seinen partiellen Erfolg in Südafrika war. Nämlich Charles Frere Andrews und W.W. Pearson, die eine vermittelnde Rolle gespielt haben und die Gandhi Zeit ihres Lebens unterstützt haben. Diese positiven Gestalten im Missionarstum sind wenig bekannt, wegen des vollkommen berechtigten kritischen Einwandes der Rolle der Missionargesellschaften in den kolonialistischen Nationen. Es gibt noch einen interessanten Zusammenhang, der für uns ja recht bekannte aus der kritischen Theorie stammende, also Marx und Freud im Zusammenhang sehende, sozialkritische Psychologe Erich Fromm hat tatsächlich Albert Schweitzer als Inspiration für sich betrachtet, für sein eigenes Leben, für sein eigenes Werk. Und wir finden in seiner Gesamtausgabe, hier ist der Band 5 zu sehen, einen Beitrag zum 100. Geburtstag von Dr. Albert Schweitzer. Das ist ein Vortrag, der besagt, die Zwiespältigkeit des Fortschritts, der 1976 ausgestrahlt wurde. Ich will diese Angaben jetzt im Chat wiedergeben, weil dieser Vortrag viel zu wenig bekannt ist und etwas Außergewöhnliches schafft. Er schafft, in Bezug zu bringen zu dem Rassismusvorwurf gegenüber Schweizer, zu der Bezugnahme von Schweizer auf Grundlagen, die ihn in Vergleich bringen mit einerseits Karl Marx, aber auch Henry David Thoreau und Ralph Waldo Emerson, den Transzendentalisten in den USA, in ihrem Engagement gegen die Sklaverei, und Mahatma Gandhi, expressis verbis, explizit. Diese Tonaufnahme ist in zweifacher Ausführung im Internet zu finden über zwei Kanäle auf YouTube und für jeden anhörbar. Und es wäre vielleicht der beste Abschluss unseres Abends, wenn wir Erich Fromm zuhören, im Bewusstsein und in der Hoffnung, dass uns die Ausstrahlung dieses Tondokumentes nicht nachgetragen wird von den urheberrechtlichen Eigentümern. Natürlich verwaltet werden von der Erich-Fromm-Gesellschaft. In diesem Zusammenhang ist dieser Aufsatz von Rainer Funk, seinem engen Mitarbeiter, sehr interessant, denn er verweist auf zweierlei. Erstens, Rainer Funk, der eine Gesamtausgabe von Schweitzer Erich Fromm geschenkt hat 1974, auf deren Grundlage Erich Fromm auch seinen Aufsatz formulieren konnte zum 100. Geburtstag von Schweitzer, schreibt in diesem Text sehr beeindruckend etwas geradezu Unglaubliches, dass auf dem Höhepunkt der Kuba-Krise Erich Fromm nachts aufstand und einen Appell an die Regierenden formulierte, den er dann von Friedensnobelpreisträgern in die Welt bringen wollte.
Und er nennt ausdrücklich Bertrand Russell und Dr. Albert Schweitzer. Wir sehen also, dass es hier eine interessante wechselseitige Beziehung gibt, die nicht allein sich auf die Philosophie bezieht, der Biophilie, der Liebe zum Leben und der Ehrfurcht vor dem Leben, sondern sogar im politischen Engagement gegen die Atomkriegsgefahr. Wenn wir heute an Albert Schweitzer erinnern, so dürfte es angebracht sein, uns vor Augen zu halten, dass Schweitzer in vielen Kreisen, und dies leider in wachsendem Maße, nicht nur mehr und mehr in Vergessenheit gerät, sondern auch mehr und mehr verleumdet wird und dass seine Gedanken verzerrt werden. Man wirft ihm vor, er sei ein Reaktionär, ein Kolonialist gewesen, er habe die Afrikaner verachtet, etc., etc. Was könnte absurder sein? Absurder selbst dann, wenn man seine patriarchalische Haltung in Betracht zieht, in der er ein Sohn seiner Zeit war. Aber so absurd dieser Vorwurf auch sein mag, wir sollten versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Einer der Gründe dürfte vielleicht darin zu suchen sein, dass Schweitzers Lehre vor der Ehrfurcht vor dem Leben eine zu große Herausforderung darstellt und daher Widerstand und Zorn in einer Gesellschaft heraufbeschwört, in der immer weniger Ehrfurcht, ja sogar immer weniger Achtung vor dem Leben zu finden ist, in der stattdessen der Geist der Destruktivität herrscht und die sich zu allem Unlebendigen und rein Mechanischem hingezogen fühlt. Ich brauche keine Beispiele anzuführen. Sie stoßen jedem auf, der die Zeitung liest oder sich in seiner Umgebung umsieht. Aber ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund für diese Verzerrung von Schweitzers Ideen, nämlich seine Skepsis gegenüber dem sogenannten Fortschritt, der das Glück der größtmöglichsten Zahl durch größtmögliche Produktion und durch größtmöglichen Konsum erreichen möchte. Eine Auffassung vom Fortschritt, die die letzten 150 Jahre mehr oder weniger geprägt hat. Und wenn wir nicht nur die Proteste gegen Schweitzer, sondern auch die wahre Bedeutung seiner Botschaft an unsere Zeit verstehen wollen, müssen wir seine Einstellung zum Fortschritt zu begreifen versuchen. Und deshalb möchte ich nun einige Bemerkungen über Schweitzer und die Zwiespältigkeit des Fortschritts machen. Zunächst gestatten Sie mir einige einführende Bemerkungen zu diesem Thema. Es haben sich zwei politische Philosophien gegeneinander erhoben, an denen sich die Geister scheiden. Auf der einen Seite stehen die Liberalen, die Progressiven, die Linken, die an den Fortschritt im Sinn der liberalen Bourgeoisie glauben. Die andere Front bilden die Konservativen und Reaktionäre, die gegen diesen Fortschritt ankämpfen, die dem Fortschritt vorwerfen, er zerstöre die menschliche Substanz dadurch, dass er den Nachdruck auf die materielle Befriedigung lege und einen ethischen Relativismus vertrete. Es gibt aber noch eine dritte Einstellung, nämlich die der radikalen Humanisten. Sie sehen den Prozess der Entmenschlichung, der durch den modernen Industriekapitalismus und durch die kapitalistischen Staatssysteme in Gang gekommen ist. Aber statt den Blick nach rückwärts zu richten, verlangen sie eine vorwärtsgerichtete, radikale, kulturelle und soziale Veränderung. Sie sind nicht leicht zu verstehen, denn sie fallen nicht unter die beiden Hauptkategorien. Und sie gehören keine der beiden Fronten an, die einander bekämpfen. Sie sind vielleicht auch deshalb nicht leicht zu verstehen, weil dies ein kompliziertes, tiefgründiges, dialektisches Denken voraussetzt. Wer waren nun diese paradoxen antiprogressiven Progressiven? Lassen Sie mich nur einige Ihrer hervorragenden Vertreter nennen, so unterschiedlicher Natur sie auch gewesen sein mögen. Karl Marx,
wenn auch seine Kritik am Geist der Bourgeoisie und am liberalen Fortschritt in der weiteren Entwicklung des Sozialismus und Kommunismus größtenteils in Vergessenheit geraten ist und ins Gegenteil verkehrt worden ist. Auch Schweizer hätte mit Karl Marx sagen können, die gegenwärtige Gesellschaft produziere viel nützliche Dinge und viel nutzlose Menschen. Ferner lassen Sie mich erwähnen, Thoreau, Emerson, Gandhi. Aber meiner Ansicht nach hat sich keiner so klar ausgedrückt wie Albert Schweitzer. Welches waren nun Schweitzers Ansichten über die Zwiespältigkeit des Fortschritts? Er hat sie in seinen Schriften bis zum Jahr 1923 und auch noch später sehr deutlich ausgesprochen. Er setzt den grotesken Fortschritt im Gegensatz zum normalen Fortschritt. Unter dem grotesken Fortschritt versteht er eine oberflächliche Fortschrittsgläubigkeit. Was hat dieser groteske Fortschritt zur Folge? Schweitzer charakterisiert sein Produkt, den modernen Menschen, als unfrei, unkonzentriert und unfertig. Als einen Menschen, der im Begriff ist, seine Humanität zu verlieren und für den völlige Passivität ein seelisches Bedürfnis ist. Ich möchte auf diesen Punkt besonderen Nachdruck legen. Keiner hat ihn so klar erkannt wie Schweitzer, wenn er vom geschäftigen, modernen Menschen, der einen so aktiven Eindruck macht, als von einem Menschen spricht, der vom Verlangen nach völliger Passivität getrieben ist. Schweitzer beschreibt den modernen Menschen als einen Menschen, der pathologisch aufnahmebereit für die öffentliche Meinung ist und der seinen Glauben an die Wahrheit verloren hat. Schweitzer sagt, wir leben in einem neuen Mittelalter der Unfreiheit und es sei für uns heute schwerer, davon loszukommen, als es für die Menschen jenes Mittelalters war, das vor ein paar Jahrhunderten zu Ende ging. Es sei deshalb schwerer, weil der Mensch sich damals von äußeren Autoritäten zu befreien hatte, von äußeren Kräften, gegen die er ankämpfen konnte, während er sich jetzt, wie Schweitzer sagt, von seiner selbst geschaffenen geistigen und intellektuellen Abhängigkeit befreien muss. Dieses Bild ist seither von einigen anderen wieder aufgegriffen worden. Aber keiner hat es so klar und tiefgründig vor Augen geführt wie Schweitzer. Sicherlich versucht Schweitzer nicht, das Problem dadurch zu lösen, dass er in die Vergangenheit zurückgeht und das industrielle System niederzureißen sucht. Er verlangt vielmehr eine neue Renaissance, eine humane Renaissance, die er so definiert, dass ethische Belange vor materiellen Interessen den Vorrang haben. Als eine Gesellschaft, welche auf die Vorrangstellung der Humanität, auf Hingabe, Solidarität, Gerechtigkeit und Ehrfurcht vor dem Leben aufzubauen wäre. Er hat jedoch erkannt, dass der Mensch entartet ist durch die Umstände, in die er hineingestellt wurde. Und er erklärt, dass er nicht für Armut, nicht für die Abschaffung des materiellen Wohlstandes eintritt, sondern für einen bescheidenen, aber beständigen materiellen Wohlstand für jeden und dass Gradunterschiede in Bezug auf einen etwas größeren oder geringeren Wohlstand durchaus sekundär sind. Er sagt, und ich zitiere, der groteske Fortschritt kann sich nur dann in einen normalen Fortschritt verwandeln, wenn sich eine Gesinnung durchsetzt, die Ordnung in das Chaos zu bringen vermag. Und wenn er Chaos sagt, so meint er damit die Gesellschaft, in der wir heute leben. Die gleiche Haltung hat er auch in seinem persönlichen Leben gezeigt. Sie kommt etwa darin zum Ausdruck, dass er alte Orgeln, wie er sagte, gerettet hat, die den industriell hergestellten mit ihrem raffinierten Drum und Dran überlegen sind, oder vor allem auch in seiner Arbeit in Lambaräne, die zweckentsprechend und nicht vom Interesse am sogenannten Fortschritt diktiert war, wenn man darunter hohe Gebäude aus Glas und Stahl versteht. Ich glaube, dass wir die Bedeutung von Schweitzers Botschaft
heute klarer erkennen können als je zuvor. Und dass er für uns heute von noch größerer Wichtigkeit ist, weil die Pathologie des Normalen sich ständig verschlimmert hat. Und zwar mit großen Schritten, seitdem er sie erkannte und seine Besorgnis darüber äußerte. Die Menschen sind seither noch hilfloser, noch hoffnungsloser, noch passiver, noch mehr der öffentlichen Meinung ausgeliefert und noch unfähiger zu unabhängigem Denken geworden. Und unsere Experten wissen sehr wohl, dass wir vielleicht schon in wenigen Jahrzehnten durch eine totale Katastrophe in unserer Existenz bedroht sind, sei es durch die Bewaffnung mit Kernwaffen, gegen die Schweizer in den 50er Jahren so leidenschaftlich protestiert hat, sei es durch andere Katastrophen, die durch die unkontrollierte, unvernünftige und habgierige Ausbeutung der Natur heraufbeschworen werden. Es besteht die Gefahr, dass sich die beiden Fronten, von denen ich sprach, mehr und mehr verhärten. Dass die sogenannten Progressiven ihren Traum von mehr Produktion und mehr materiellen Gütern und mehr Glück, in Anführungsstrichen, weiter träumen und dass sie bei einer neofaschistischen, technokratischen Gesellschaft enden. Und auf der anderen Seite, dass die, welchen es um die Erhaltung gewisser traditioneller Werte geht, die sich vom Glanz und Schimmer der Neonlichtgesellschaft nicht beeindrucken lassen, von Reaktionären und sogar von veralteten faschistischen Ideologien angezogen werden. Ich glaube, es ist heute dringend notwendig, dass wir die Zwiespältigkeit des Fortschritts begreifen, so wie Schweizer sie erkannt hat, um eine neue Synthese zwischen dem echten Fortschritt und dem radikalen Humanismus zu schaffen. Um zu erkennen, dass wir die Maschine der Menschen und die materielle Wohlfahrt seinem totalen Wohlergehen als Mensch wieder unterordnen müssen. Schweizer schlägt uns eine neue Synthese vor, die alle jene aus beiden Lagern vereint, die echte Humanisten sind, die den Menschen über die Dinge stellen, das Sein über das Haben, das Leben über das Tote und das nur Mechanische und die Unabhängigkeit über die fiktive Freiheit des in der Bürokratie verwalteten Menschen. Trotz aller Unterschiede im religiösen und politischen Denken kann Schweizer diesen Humanisten als Führer dienen, wenn es gilt, sich im gemeinsamen Kampf zusammenzutun gegen den Golem des ökonomischen und technischen Systems, das außer Kontrolle geraten ist und die Menschheit vernichten wird, wenn der Mensch es nicht wieder im Namen des Lebens und im Namen der Vernunft in die Hand nimmt. Heute geht es darum, neue Formen des sozialen Zusammenlebens zu entwickeln, bei denen versucht wird, eine Synthese zu finden zwischen einem Optimum an industrieller Produktion und einem Maximum menschlicher Aktivität und Unabhängigkeit. Dies ist in der Tat eine äußerst schwierige Aufgabe. Sie kann nicht von einem oder zwei Menschen gelöst werden. Sie erfordert vielmehr umfangreiche Forschungen auf den verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten. Es ist eine Aufgabe, die vielleicht ebenso schwierig ist, wie es die war, die technischen Voraussetzungen für eine Mondlandung zu schaffen. Ich glaube aber, dass auch diese Aufgabe zu lösen ist, wenn wir nur die gleichen Anstrengungen machen. Aber ich glaube, wir werden diese Anstrengungen nur machen, wenn wir die Ehrfurcht vor dem Leben zum Organisationsprinzip machen. Heute besteht unser größtes Problem nicht mehr in der technischen Weiterentwicklung, wenn ich auch natürlich nicht dafür plädiere, den Naturwissenschaften Einhalt zu gebieten. Aber die Naturwissenschaft und ihre Anwendung auf die Technik stellt heute nicht mehr das Hauptinteresse der Menschheit dar. Das oberste Interesse ist das Problem, neue humane Formen der sozialen Organisation zu schaffen. Ebenso wie die besten Geister sich in den letzten 50 Jahren darauf konzentriert haben, Probleme der Naturwissenschaft und Technik zu lösen,
müssen sich jetzt neue Formen des sozialen Zusammenlebens ausdenken. Das bedeutet experimentieren, studieren, Modelle und Szenarien schaffen und visionäre Kräfte im Menschen wachrufen, indem man ihm zeigt, dass es möglich ist, vielleicht nicht im Luxus, aber doch in einer würdigen Weise und gleichzeitig human zu leben. Darum müssen wir uns bemühen, wenn wir die neue Renaissance heraufführen wollen, von der Schweizer gesagt hat, dass sie die einzige Alternative zur Katastrophe darstellt. Schweizer war ein Optimist in dem Sinne, dass er von einem grenzenlosen Glauben an das Leben erfüllt war. Jedoch nicht in dem Sinne, wie ihn heute die politischen Führer lautstark proklamieren, dass nämlich alles in bester Ordnung sei und immer noch besser werde, wenn man nur ein paar altmodische Hilfsmittel einsetze. Schweizer war ein Realist, ein Mensch, der, um mit Meister Eckhart zu reden, niemanden täuschte, aber sich auch nicht täuschen ließ. Er hat vorausgesagt, dass es zur letzten Katastrophe führen werde, wenn es nicht gelinge, die Atomwaffen abzuschaffen. Und er hätte genauso leidenschaftlich oder sogar noch heftiger protestiert, wenn er erlebt hätte, dass es nicht einmal gelungen ist, auch nur den kleinsten Schritt auf die allgemeine Abrüstung hin zu tun. Es ist in Schweizers Sinn, wenn wir unseren Glauben an das Leben mit der Warnung verbinden, dass das Leben in dieser Zeit stärker bedroht ist als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Aus diesem Grunde halte ich es für angebracht, mit Schweizers mahnenden Worten zu schließen, die er 1954 in seiner Ansprache anlässlich der Verleihung des Nobelpreises gesprochen hatte. Er sagte: Wagen wir es, der Situation ins Auge zu sehen. Der Mensch ist zum Übermenschen geworden, aber der Übermensch mit seiner übermenschlichen Macht hat das Niveau einer übermenschlichen Vernunft noch nicht erreicht. In gleichem Maße, wie seine Macht wächst, wird er mehr und mehr zu einem armen Menschen. Es sollte unser Gewissen wachrütteln, dass wir immer unmenschlicher werden, je mehr wir zu Übermenschen werden. Vielleicht passt dazu dieses Foto von Eugene Smith. Versuche es. Naja. Dieses Foto ist in Aspen, Colorado aufgenommen. Im Jahr 1949. Dieses Foto zeigt Albert Schweitzer als einen nachdenklichen Zeitgenossen. Jemand, der uns anregt, aktiv zu sein und unsere Schlussfolgerungen zu ziehen, niemals auf Kosten anderer Menschen zu leben. In diesem Sinne möchte ich allen Beteiligten des heutigen Abends herzlich danken, weil ich denke, diese neue Phase der Rezeption von Dr. Albert Schweitzers Denken wird vielen zugutekommen in Gegenwart und Zukunft. Herzlichen Dank. Also ich möchte auch mich ganz herzlich bei allen bedanken. Und denn ich bin jetzt sehr ungeduldig. Ich möchte gerne Dr. Stefan Walter kennenlernen, persönlich kennenlernen, weil das ist immer die Online-Sache, ist immer eine schöne Sache. Dominik auch, möchte ich mal so auch kennenlernen und so weiter. Und der Christian, das ist eine schöne Sache, du wohnst auch gleich um die Ecke, aber wir sind jetzt mal schon in einem virtuellen Raum. Und dann, die Beiträge war ganz gut, muss ich schon sagen. Also ganz gut, die Beiträge, sie war sehr ganz gut. Das war eine gelungene Veranstaltung von Beiträgen her, weil einfach, ich glaube, wir müssen uns immer Fragen stellen und so weiter.
Also wir sind alle an Bord sozusagen. Was interessanter ist, was können wir machen? Also vorsichtig zu sein, kritisch zu sein, zuzuhören. Also man versucht es zu verteilen. Und da denke ich, das ist schon mal interessante Beiträge. Auf jeden Fall, ich bedanke mich. Ich habe auch diese Veranstaltungen oder alle Sachen im Leben sind so, dass man nicht alleine im Projekt ist. Ich bin auch nicht alleine im Projekt und ich bedanke mich auch von den Mitarbeitern, die im Afrika-Haus auch unterstützen. Also für andere Sachen, ich habe auch eine Mitarbeiterin, auch also die Silke, die ist auch online, die macht auch mit und so weiter. So. Das heißt, so, Dankeschön nochmal und dann ist es jetzt alles herzlich eingeladen bei Gelegenheit, uns im Afrika-Haus zu besuchen. Danke. Danke auch von mir. Ich freue mich auf die persönliche Begegnung. Einen schönen Abend. Danke. Danke für die Einladung. Ich werde sie gerne annehmen. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag. Einrichtung. Wir machen eine Veranstaltung, Gott sei Dank. Diese Veranstaltung war auch von Engagement global gefördert, sozusagen. Also das heißt, es ist eine Trägerschaft, die einige Veranstaltungen von uns, wenn es um entwicklungspolitische Bildungsarbeit geht, also fördert uns sozusagen. Das heißt, wir können auch mal Honorar, das am Rande ist, ist nicht so wichtig, aber es, wir können auch Honorar zahlen für die Beiträge. Und dann, was auch wichtig ist, zu überlegen, die Beiträge waren gut, dass wir noch in Kontakt bleiben, also weil wir am Ende des Jahres eine kleine Veröffentlichung machen und so weiter. Ich fand die Beiträge sehr, sehr interessant, muss ich so sagen. Und dann, wirklich habe ich so viel gesagt, wir versuchen hier wissenschaftliche Sachen zugänglich zu machen. Also wir sind keine Forschungsinstitut, sondern wissenschaftliche Popular sozusagen. Das ist unsere Krönung und so weiter. Ich glaube, das fehlt auch an der Uni. Also das heißt, man soll nicht mal unter Elite bleiben, unter Diplomarbeit, Doktorarbeit zu schreiben, ist jetzt so gut. Aber wir haben wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft, weil der Zugang vom Wissen muss ermöglicht werden. Also Kultur und Geschichte sind eigentlich öffentliche Güter. Die müssen zugänglich für alle sein. Und deswegen, wir versuchen auch, unseren Beitrag zu lassen. Dankeschön. Ja, und in diesem digitalen Zeitalter wird es dann schön sein, zu sehen, welche Antworten und Reaktionen es auf unseren Abend geben wird in Zukunft, wenn dieses Video auf der Internetseite des Gandhi-Informationszentrums und im YouTube-Kanal von mir veröffentlicht worden ist. Richtig, ja. Und wir werden das auch natürlich allen zur Verfügung stellen, sodass jede Einrichtung, die an diesem Abend beteiligt war, die Möglichkeit hat, diesen Abend sozusagen in Form eines Videos in ihrem Kreis zu verbreiten und auch dieses Video zu veröffentlichen. Prima, prima. Ja. Dankeschön. Danke auch. Ja. Okay. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke. Ich hoffe, wir werden uns zu einem gleichen, ähnlichen Thema wiedersehen und Gedanken fortsetzen. Auch genau. Bleibt gesund, ein schönes Wochenende. Danke, bleib auch gesund. Danke. Ja, tschüss. 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 Tschüss.